Guten Tag, hier ist Bohai. So sieht's bei mir im Atelier aus. Also in einem Raum jedenfalls. Hier stehen überall die Kisten von Kiel geholt rum. Gestern waren meine lieben Freundinnen noch bei mir, also einige, und haben mir beim Sortieren der Kisten geholfen. Ich habe viel zu viel dabei gehabt. Viel zu viel. Aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Hier seht ihr übrigens den Shop, der sich langsam wieder füllt und wieder entleert. Ja, also entleert hört sich ja auch schrecklich an. Nein, ihr kauft da wieder was raus. Also das ist schon nicht mehr alles zu haben. Aber ich habe einfach, ja, wie gesagt, viel zu viel dabei gehabt. Aber ich dachte, ich lasse mich nicht lumpen. Komm, erstes Wollfest, gib alles. Aber es ist nicht schlimm. Ich kann das ja mit weiter. Verwenden, das wird ja nicht schlecht. Kann ich das beim Düsseldorfer Wollfest anbieten? Und da sind noch so schöne Sachen da. Appledore, Exmoor vom Feinsten. So, ich habe überlegt, dass ich heute ein Video mache. Ja, wirklich, ein Video. Endlich, es wird Zeit. Das ist das letzte ist ein Jahr, ein halbes Jahr her oder sowas. Noch nicht ganz, aber fast. So, jetzt hier auch noch mal der zweite Raum. Ich werde gleich alles zusammensammeln. Ich werde meine Strickstücke suchen. Hier sieht man schon mal eins. Ja, da werde ich noch von erzählen. Der ist noch nicht ganz fertig. Man sieht, da unten hängen die Fäden raus. Und ich werde was über Kiel geholt erzählen. Ich werde was über meine Stricksachen erzählen. Hier liegt auch noch eins. Die hatte ich auch mit bei Kiel geholt, teilweise. Aber vorher gehe ich mit euch durch den Garten. Der Garten ist auf dem Punkt. Hier ist alles schon ziemlich weit. Es ist weiter als sonst, weil zwischendurch so warm war. Und eh das alles wieder verblüht ist, eh das alles wieder, ja, ein Raub der Läuse, Raupen wird, gehe ich jetzt mit euch nochmal durch. Guckt euch das mal an, Himmelsauge, ist die nicht toll? Ein Traum, wie die sich hier über diese verfallene, über das verfallene Dach unseres, ja, was ist das hier hinten? Das ist ja so ein Sitzplatz, ne? Und mit den Jahren verfällt so Holzzeug eben. Aber da sitzen immer die Eichhörnchen drauf und nagen dran rum, an diesen Flechten, die da oben sind. Tja, hier ist was los. Eden ist hier vorne die Rose, der geht es nicht so gut. Na, die muss, da hat die Wühlmaus zugeschlagen, da müssen wir tote Äste rausschneiden. Kommt noch, kommt noch, kommt noch. Das ist übrigens der Bereich des Gartens, ich schwenk mal. Das ist ein kleinerer Bereich, den kann ich hier von meinem Atelier gut erreichen. Da haben wir hier eine Tür eingebaut, dass ich raus kann in den Garten. Ist doch klasse, oder? Ist doch voll der Luxus. Luxus. Und das ist, wie gesagt, hinterm Haus ein kleiner Teil vom Garten. Aber er ist so schön verwunschen geworden. Guckt euch mal an, das sind französische Rosen, deren Namen mir entfallen sind. Aber ich mag die so, wenn die, wenn die so super gefüllt sind, ne? Ja, ist zwar nicht so toll für die Insekten, weil die nicht mehr an die Staubgefäße kommen, aber ich will auch mal was fürs Herz. Ich tue hier genug für die Insekten. Ich brauche auch mal. Und guckt euch die an. Die erobert den ganzen Garten. Die kriegt Ausläufer. Die, ach, das ist doch herrlich, oder? Also, wir machen heute noch Wolle. Keine Panik. Aber das muss sein. Das muss sein. Und die duften alle. Und, das sind also richtig so alte, historische Rosen. Und hier ist noch die Kleine, die hat sich in diesen schicken japanischen Ahorn gezwängt, aber der geht es dieses Jahr nicht gut. Ihr seht das an diesen trockenen Ästen. Aber das ist immer so hier. Dann geht es einer mal gut, der anderen schlecht. Und im Hintergrund seht ihr, der Garten hat Bedarf an Pflege. Ja, ich mache das. Da sind die Winden gehen nach oben und das Gras wächst hier. Aber okay, wir haben neuerdings sehr viele Insekten wieder hier, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. Wenn man hier nicht ständig mäht, ist das auch gut. Pfingstrosen und, also hier ist noch, die kommen noch. Ist nicht schön, wenn die so spät erst noch kommen. Und hier, die ist abgestürzt, die Rose, die müssen wir auch helfen. Aber das ist eben eine, die ist so gelblich-weiß. Das kann man leider jetzt nicht so sehen. Die hat so einen gelben, so einen Champagnerschimmer. Oh. Veilchenblau hat auch Gas gegeben. Die sieht man hier. Die war auch mal üppiger, viel üppiger. Da sieht man auch die. Ich weiß nicht, was die Rambler zwischendurch mal haben. Wühlmaus, würde ich sagen. Barock hat sich dann frech vorgewagt. Ja, wo ist sie da oben? Ist doch klasse hier, oder? Oh Mann, da oben ist sie. Die ist wunderschön. Die hat ein ganz tolles, so ein rosa von einer ganz altmodischen
Hose, finde ich. Deswegen auch barock. Oh, hier, da wäre ich fast drauf getreten. Eieiei. Noch so eine schöne Pfingstrose. Die hat der Regen ein bisschen niedergehauen. Oh Mann, armes Mausi. Müssen wir aufpassen hier. Eieiei. Die muss man eigentlich stützen, theoretisch. Aber, ja, praktisch. Wilde Rosen haben sich hier auch ausgebreitet. Guckt euch das an. Genialer Sauerampfer. Wie so ein Ziersauerampfer in Anführungsstrichen. Zitronenmelisse überall, ist auch quasi Unkraut. Und die Schnecken haben dieses Jahr diese kleine Hortensie übersehen. Vielleicht, weil die zwischen wilden Himbeeren und Brombeeren steht. Oh, weil es gibt viel zu tun. Ich gehe nochmal weiter zu dem schönsten Stück. Wir gehen jetzt in den schönsten Bereich im Moment im Garten. Im Hintergrund ist Bobby James. Dann noch so der letzte Rest von einem großen Blumenhartriegel, also der so große Blüten hat. Oh, dieser Bobby James. Also für alle, die einen Garten haben, die nicht wissen, was sie so für Rempler, ob sie vielleicht mal so... Bobby James ist toll. Guckt euch das mal an. Das sind echt Kaskaden. Die wachsen in Bäume rein. Jetzt nach ein paar Jahren haben die hier alle Gas gegeben. Und wir sind immer so unmäßig. Wir sagen dann, oh, das ist toll. Das haben wir empfohlen bekommen, diesen Bobby James, diesen Rempler. Der nur einmal blüht, ich gehe mal näher ran. Dann haben wir gleich 4 oder 5 gepflanzt. La la la. Also wer einen kleinen Garten hat, nicht tun. Und die Rose hat wenig Stacheln bis keine. Und wird von den Bienen, da nämlich die Staubgefäße, kann man super sehen. Deswegen von den Bienen geliebt. Ich weiß nicht, ob ich halte jetzt mal die Klappe. Mal gespannt, ob man im Hintergrund dieses Brummen und Summen hört. Ganz viele Bienen sind im Garten unterwegs im Moment. Das ist Doris Tistermann. Die hat auch, obwohl ihr zwischendurch echt schwer fiel, hier sich zu behaupten und ganz viel Raupen und Läuse hatte letztes Jahr und ganz viele Sachen abgestorben. Ich habe sie ganz gar nicht zurückgeschnitten, hätte man machen sollen, aber sie hat es gemocht, nicht zurückgeschnitten zu werden. So. Weiter jetzt gleich. Jetzt wird es spannend. Mein Gewächshaus, völlig eingewachsen von so einer Topinambur-Art. Da muss ich auch mit dem Spaten ran. Oh Mann, ey. Aber ich kann nicht alles. Wolle färben, auf Wollfeste gehen, den Garten in Schach halten. Da noch ein Tipp vielleicht. Guck mal, das ist das erste Mal, dass wir die, weil wir auch keine Zeit hatten, diese Annabelle, das ist eine tolle Hortensie. Die wächst wie der Teufel, habe ich nicht zurückgeschnitten, wie man sieht an diesen Büscheln hier. Und jetzt ist die komplett explodiert, ganz anders als sonst. Also das war ein schönes Experiment mal. Man hat überall schon Ansätze von Blüten, so Knospen. So, Gewächshaus nochmal eben. Das muss alles noch raus. Das ist, den machen jetzt zum Beispiel die Temperatur nicht so viel zu schaffen, diesen Duftgeranien und Geranien. Aber es muss trotzdem raus. Da sollen ja die Gurken rein, was ich noch alles machen will. So, jetzt der schönste Teil im Moment. Tada! Ist das nicht irre? Es ist im Vordergrund ein Blumenhartriegel. Da hinten parkt Direktor Riggers, hat sich da reingewurschtelt. Dann ganz hinten seht ihr wieder noch einen Bobby James. Ist doch unglaublich, oder? Dann Geoffrey Hamilton, die Rose, der Wein. Und dann Schneewittchen, oder wie heißt sie? Ich glaube, es ist Schneewittchen, die dann dahinter. Also das ist doch ein Traum. So, jetzt gehen wir schon in den größeren Teil des Gartens. Also der ein größere Teil. Und da wird es auch wieder Luft anhalten, Atem holen. L'Islande de Villegonde. Es ist da, es ist unglaublich. Ich flipp aus. Ih, hier ist ein Hundehaufen. Mann. Fast reingetreten. Der ist aber nicht in unserem Mund. Wer war das? Guckt euch das an. Es ist so ein Aprikot-Weiß. Das ist auch, glaube ich, abhängig, wie warm oder was das für ein Wetter ist, welche Farben die haben. Es ist. Diese Rose ist so groß, ich kann die euch in ihrer Fülle gar nicht zeigen. Die hat unten Stamm wie ein Baum, trägt sich selbst. Seht ihr dahinter? Also da ganz hinter gibt es ein zweites. Also es ist nicht zu fassen. Schön, ne? Also nochmal einen kleinen Schwenk. Da hinten hat eine Fackellilie überlebt.
Sie wird von Schnecken auch sehr geliebt. Noch mal hingehen, damit ich euch die heilige Fackellilie zeige. Die sind auch irre, ne? Ja. Oh wei. Ach, tolle Geranium-Sorten sind da hinten. Ich muss im Garten graben. Ich muss arbeiten, Abend arbeiten. Ich gehe jetzt mal, hör jetzt mal auf. Noch mal einmal hier so lang gehen mit euch. Da gibt es auch noch die Knabenchor so und so, Regensburger Dompfaffen oder die Rosen haben ja die ersten Namen. Das ist eine ganz große Leonardo da Vinci. Da habe ich gestern von der Marion eine kleine geschenkt bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut, weil die Rose toll ist. Und da kann man jetzt mal woanders auch noch eine anlegen. Ich mache mal ganz hoch, da hinten gibt es noch die zweite Reihe mit dem ganz viel. Oh, ich sehe, die ist schon bis oben in die Bäume gewachsen, die Giselaine. So, das werde ich jetzt dann dazu schneiden zu meinem Wollvideo. Mal gucken, ob ich das vorne oder hinten dran mache, aber ich denke vorne. Das Tomatenhaus noch. Oh, oh, muss auch noch. Eieiei, da wachsen alles andere als Tomaten drin. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Restvideo. Guten Tag, hier ist Bohai. So sieht's bei mir im Atelier aus. Also in einem Raum jedenfalls. Hier stehen überall die Kisten von Kiel geholt rum. Gestern waren meine lieben Freundinnen noch bei mir, also einige, und haben mir beim Sortieren der Kisten geholfen. Ich habe viel zu viel dabei gehabt. Viel zu viel. Aber das macht nichts. Das macht gar nichts. Hier seht ihr übrigens den Shop, der sich langsam wieder füllt und wieder entleert. Ja, also entleert hört sich ja auch schrecklich an. Nein, ihr kauft da wieder was raus. Also das ist schon nicht mehr alles zu haben. Aber ich habe einfach, ja, wie gesagt, viel zu viel dabei gehabt. Aber ich dachte, ich lasse mich nicht lumpen. Komm, erstes Wollfest, gib alles. Aber es ist nicht schlimm. Ich kann das ja mit weiter verwenden, das wird ja nicht schlecht, dann kann ich das beim Düsseldorfer Wollfest anbieten. Und da sind noch so schöne Sachen da. Appledore, Exmoor, vom Feinsten. So, ich habe überlegt, dass ich heute ein Video mache. Ja, wirklich, ein Video, endlich. Es wird Zeit, es ist, das letzte ist ein Jahr, ein halbes Jahr her oder sowas. Noch nicht ganz, aber fast. So, jetzt hier auch nochmal der zweite Raum. Ich werde gleich alles zusammensammeln. Ich werde meine Strickstücke suchen. Hier sieht man schon mal eins. Ja, da werde ich noch von erzählen. Der ist noch nicht ganz fertig. Man sieht, da unten hängen die Fäden raus. Und ich werde was über Kiel geholt erzählen. Ich werde was über meine Stricksachen erzählen. Hier liegt auch noch eins. Die hatte ich auch mit bei Kiel geholt teilweise. Aber vorher gehe ich mit euch durch den Garten. Der Garten ist auf dem Punkt. Hier ist alles schon ziemlich weit. Es ist weiter als sonst, weil zwischendurch so warm war. Und eh das alles wieder verblüht ist, eh das alles wieder, ja, ein Raub der Läuse, Raupen wird, gehe ich jetzt mit euch nochmal durch. Guckt euch das mal an, Himmelsauge, ist die nicht toll? Ein Traum, wie die sich hier über diese verfallene, über das verfallene Dach unseres, ja, was ist das hier hinten? Das ist ja so ein Sitzplatz, ne? Und mit den Jahren verfällt so Holzzeug eben. Aber da sitzen immer die Eichhörnchen drauf und nagen dran rum. An diesen Flechten, die da oben sind. Tja, hier ist was los. Eden ist hier vorne, die Rose. Der geht's nicht so gut. Na, die muss, da hat die Wühlmaus zugeschlagen. Da müssen wir tote Äste rausschneiden. Kommt noch, kommt noch, kommt noch. Das ist übrigens der Bereich des Gartens. Ich schwenk mal. Das ist ein kleinerer Bereich, den kann ich hier von meinem Atelier gut erreichen. Da haben wir hier eine Tür eingebaut, dass ich raus kann in den Garten. Ist doch klasse, oder? Ist doch voll der Luxus. Luxus. Und das ist, wie gesagt, hinterm Haus ein kleiner Teil vom Garten. Aber er ist so schön verwunschen geworden. Guckt euch mal an, das sind französische Rosen, deren Namen mir entfallen sind. Aber ich mag die so, wenn die, das Erdfall, wenn die so super gefüllt sind, ne? Ja, ist zwar nicht so toll für die Insekten, weil die nicht mehr an die Staubgefäße kommen, aber ich will auch mal was für Terz. Ich tue hier genug für die Insekten. Ich brauche auch mal, und guckt euch die an. Die erobert den ganzen Garten, die kriegt Ausläufer. Ach, das ist doch herrlich, oder? Also wir machen heute noch Wolle, keine Panik, aber das muss sein. Das muss sein. Und die duften alle. Und, das sind also richtig so alte, historische Rosen.
Und hier ist noch die Kleine, die hat sich in diesen schicken japanischen Ahorn gezwängt, aber der geht es dieses Jahr nicht gut. Ihr seht das an diesen trockenen Ästen. Aber das ist immer so hier. Dann geht es einer mal gut, der anderen schlecht. Und im Hintergrund seht ihr, der Garten hat Bedarf an Pflege. Ja, ich mache das. Da sind die Winden gehen nach oben und das Gras wächst hier. Aber okay, wir haben neuerdings sehr viele Insekten wieder hier, ne? Muss ich mal ehrlich sagen. Wenn man hier nicht ständig mäht, ist das auch gut. Pfingstrosen und, also hier ist noch, die kommen noch. Ich schwöre, wenn die so spät erst noch kommen. Und hier, die ist abgestürzt, die Rose, die müssen wir auch helfen. Aber das ist eben eine, die ist so gelblich-weiß, das kann man leider jetzt nicht so sehen. Die hat so einen gelben, so einen Champagner-Schimmer. Oh. Veilchenblau hat auch Gas gegeben. Die sieht man hier. Die war auch mal üppiger, viel üppiger. Da sieht man auch die, ich weiß nicht, was die Rambler zwischendurch mal haben. Wühlmaus, würde ich sagen. Barock hat sich dann frech vorgewagt. Ja, wo ist sie da oben? Das ist doch klasse hier, oder? Oh Mann, da oben ist sie. Die ist wunderschön. Die hat eine ganz tolle, so ein rosa von einer ganz altmodischen Rose, finde ich. Deswegen auch Barock. Oh, hier, da wäre ich fast drauf getreten. Eieiei. Noch so eine schöne Pfingstrose. Die hat der Regen ein bisschen niedergehauen. Oh Mann, armes Mausi. Muss mal aufpassen hier. Eieiei. Die muss man eigentlich stützen, theoretisch. Aber ja, praktisch. Wilde Rosen haben sich hier auch ausgebreitet. Guckt euch das an. Genialer Sauerampfer. Die so ein Ziersauerampfer in Anführungsstrichen. Zitronenmelisse überall, ist auch quasi Unkraut. Und die Schnecken haben dieses Jahr diese kleine Hortensie übersehen. Vielleicht weil die zwischen wilden Himbeeren und Brombeeren steht. Oh, weil es gibt viel zu tun. Gehen wir mal weiter zu dem schönsten Stück. Wir gehen jetzt in den schönsten Bereich im Moment im Garten. Ach, im Hintergrund ist Bobby James. Dann noch so der Rest von einem großen Blumenhartriegel, also der so große Blüten hat. Oh, dieser Bobby James. Also für alle, die einen Garten haben, die nicht wissen, was sie so für Rempler, ob sie vielleicht mal so. Bobby James ist toll. Guckt euch das mal an. Das sind echt Kaskaden. Die wachsen in Bäume rein. Jetzt nach ein paar Jahren haben die hier alle Gas gegeben. Und wir sind immer so unmäßig. Wir sagen dann, oh, das ist toll. Das haben wir empfohlen bekommen, diesen Bobby James, diesen Rambler. Der nur einmal blüht. Ich gehe mal näher ran. Den haben wir gleich 4 oder 5 gepflanzt. La, la, la. Also wer einen kleinen Garten hat, nicht tun. Und die Rose hat wenig Stacheln bis keine. Und wird von den Bienen, da nämlich die Staubgefäße, kann man super sehen, deswegen von den Bienen geliebt. Ich weiß nicht, ob ihr, ich halte jetzt mal die Klappe. Bin mal gespannt, ob man im Hintergrund dieses Brummen und Summen hört. Ganz viele Bienen sind im Garten unterwegs im Moment. Das ist Doris Tistermann. Die hat auch, obwohl es ihr zwischendurch echt schwer fiel, hier sich zu behaupten, und ganz viel Raupen und Läuse hatte letztes Jahr und ganz viele Sachen abgestorben. Ich habe sie gar nicht zurückgeschnitten, hätte man machen sollen. Aber sie hat es gemocht, nicht zurückgeschnitten zu werden. So, weiter jetzt gleich. Jetzt wird es spannend. Mein Gewächshaus, völlig eingewachsen von so einer Topinambur-Art. Da muss ich auch mit dem Spaten ran. Oh Mann, ey. Aber ich kann nicht alles. Wolle färben, auf Wollfeste gehen. Den Garten in Schach halten. Dann noch ein Tipp vielleicht. Guck mal, das ist das erste Mal, dass wir die, weil wir auch keine Zeit hatten, diese Annabelle, das ist eine tolle Hortensie. Die wächst wie der Teufel. Habe ich nicht zurückgeschnitten, wie man sieht an diesen Büscheln hier. Und jetzt ist die komplett explodiert. Ganz anders als sonst. Also das war ein schönes Experiment mal. Und hat überall schon Ansätze von Blüten, so Knospen. So, Gewächshaus nochmal eben. Das muss alles noch raus. Das ist. Den machen jetzt zum Beispiel die Temperatur nicht so viel zu schaffen, diesen Duftgeranien und Geranien, aber es muss trotzdem raus. Da sollen ja die Gurken rein, weil ich noch alles machen will. So, jetzt der schönste Teil im Moment. Tada! Ist das nicht irre?
Es ist im Vordergrund ein Blumenhartriegel. Da hinten Parkdirektor Riggers hat sich da reingewurschtelt. Dann ganz hinten seht ihr wieder noch einen Bobby James. Ist doch unglaublich, oder? Dann Geoffrey Hamilton, die Rose, der Wein. Das, und dann Schneewittchen, oder wie heißt der? Ich glaube, es ist Schneewittchen, die dann dahinter. Also das ist doch ein Traum. So, jetzt gehen wir schon in den größeren Teil des Gartens. Also der ein größerer Teil. Und da wird es auch wieder Luft anhalten, Atem holen. Gislaine de Villegonde. Es ist da, es ist unglaublich. Ich flipp aus. Ih, hier ist ein Hundehaufen. Mann, fast reingetreten. Der ist aber nicht von unserem Hund. Wer war das? Guckt euch das an. Es ist so ein Aprikot-Weiß. Das ist auch, glaube ich, abhängig, wie warm oder was das für ein Wetter ist, welche Farben wir haben. Es ist. Diese Rose ist so groß, ich kann die euch in ihrer Fülle gar nicht zeigen. Die hat unten Stamm wie ein Baum, trägt sich selbst. Seht ihr dahinter? Also, da ganz hinter gibt es eine zweite. Also, es ist nicht zu fassen. Schön, ne? Also, nochmal einen kleinen Schwenk. Da hinten hat eine Fackellilie überlebt. Die wird von Schnecken auch sehr geliebt. Nochmal hingehen, damit ich euch die heilige Fackellilie zeige. Die sind auch irre, ne? Ja. Oh, wei. Ach, tolle Geranium-Sorten sind da hinten. Ich muss im Garten graben. Ich muss arbeiten. Ach, da. Jetzt mal, hör jetzt mal auf. Nochmal einmal hier so lang gehen mit euch. Da gibt es auch noch die, wie heißen die, Knabenchor, so und so, Regensburger Dompfaffen oder die Rosen haben ja die ersten Namen. Das ist eine ganz große Leonardo da Vinci. Da habe ich gestern von der Marion eine kleine geschenkt bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut, weil die Rose toll ist. Und da kann man jetzt mal woanders auch noch eine anlegen. Ich mache mal ganz hoch, da hinten gibt es noch die zweite Reihe mit dem ganz viel. Oh, ich sehe, die ist schon bis oben in die Bäume gewachsen, die Gislaine. So, das werde ich jetzt dann dazu schneiden zu meinem Wollvideo. Mal gucken, ob ich das vorne oder hinten dran mache, aber ich denke vorne. Das Tomatenhaus noch. Oh oh, muss auch noch. Eieiei, da wachsen alles andere als Tomaten drin. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Restvideo. So, ich hoffe, ihr konntet den Gang durch den Garten genießen. Ich habe natürlich das Handy, Instagram verseucht, wie ich bin, hochkant gehalten. Also gibt es nur einen schmalen Ausschnitt von meinem Garten. Jetzt habe ich das Handy aber richtig rum für YouTube. Jetzt könnt ihr mich und meine Wolle und meine Projekte in vollster Breite genießen. Willkommen. Endlich mal wieder zu einem Video von mir. Ich gestehe. Also da kamen so einige Sachen dazwischen. Schlimme und weniger schlimme und ganz schlimme und Gutes. Und ja, ist egal. Ich brauche mich hier nicht zu erklären. Seid froh, dass ich jetzt wieder ein Video mache. Ich bin froh. Das lag mir auf der Seele. Ich gucke immer so nach links, weil ich hatte doch was, was ich... Ah, Schussel. Ah, Mann. Jippa. Guckt mal, wer da ist. Und euch sagt, was das hier ist. Klein Herbert. Dauernd Reklame. Ich mache eigentlich eine Dauerwerbesendung für meinen Garn. Bitte kaufen. 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 So, Herbert, das war jetzt dein. Hast du den Job, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Wo wir auch schon beim Thema wären. Ah, ich habe... Moment, da bin ich wieder ganz im Roten. Ich habe dann bestimmt jetzt immer gleich einen roten Kopf, immer vom Bücken, aber egal. Herbert war nicht bei Kiel geholt. Aber ich war bei Kiel geholt. Und ich werde euch jetzt die ersten 5 Stunden was von Kiel geholt erzählen. Das war total aufregend. Ich habe Herbert nicht mitgenommen, weil ich dachte, der kommt da unter der Räder, der Mann, der Rattenmann, der Kerl. Kidnapping, unter einer Wollkiste erschlagen, wollte ich alles nicht riskieren, deswegen ist der kleine Schatz zu Hause geblieben. Er hat gemurrt, aber ich bin der Chef, Chefin.
um mich herum, damit ihr das versteht. Also ich bin jetzt, ich habe, also anders. Ich habe das jetzt mal so gemacht, ich habe mich inspirieren lassen durch andere YouTuber, die auf ihren Sofas sitzen. Die letzte war, die mich inspiriert hat, Astrid Bodolina. Hallo Astrid. Du hattest so ein schickes Sofa, deine Klamotten passten so gut dazu, dein Filz passte so gut. Bei mir ist das anders, aber ich sitze auf dem Sofa, das ist eine Parallele. Und ich habe auch ein bisschen Filz hier rumliegen. Ist ja klar, wenn man mit Astrid befreundet ist, dann bleibt das nicht aus. Das ist der Mann verfilzt. Ja, ihr Strickerinnen und Stricker hört das nicht gerne, aber man, ne, verfilzen hat auch was Positives, nicht nur was Negatives. Ah, Filz. Ich springe jetzt mal irgendwie hin und her, weil ich das gerade sehe. Ich hatte den Herbert ja nicht mit, aber irgendwie kam ich mir alleine vor, ganz alleine vor, ohne so ein Maskottchen. Ich musste shoppen gehen, ja, ja. Ja, ich weiß, ihr denkt jetzt, die Alte ist komplett durchgeknallt. War ich auch. Ich war nicht zurechnungsfähig auf diesem Wollfest. Ich musste mir einen etwas flügellahmen, aber wunderhübschen Drachen von Filzlinger, ich hoffe, ich habe das richtig behalten, die stand bei mir in der Halle und hatte, und irgendeine Frau kam an den Stand, ich glaube, das war auch eine Ausstellerin, und hatte einen wunderschönen Drachen. Ich so, oh, was ist das denn? Die hatte den so hier so schick. Dann, oh, Mikro, Vorsicht. Die hatte den hier so schick. Ah, ich hoffe, ich behalte das mit dem Mikro. Ja, nicht, dass ihr gleich... Und dann bin ich da schnell hin und dachte auch, eigentlich brauche ich so einen Herbert-Ersatz. Wenigstens fürs Wollfest, so ein kleines Maskottchen, der hat geholfen. Ich sag's euch, dieser wunderschöne, handgefilzte Drachen mit seinen, ich glaube, das sind so Naturlocken von den Schafen. Ja, hat mir geholfen. Danke für den kleinen Schatz, der mich dann da begleitet hat. Den kann man sich auch in die Haare, das ist eigentlich ein Haarding, aber ne, geht nicht. Ich hab's versucht, ich hab alles gegeben. Da ist so ein Clips unten dran, aber hat nicht geklappt. Vielleicht beim nächsten Wollfest in Düsseldorf. Mit Toupet. So, jetzt kommt der Ersatz Herbert mal weg. Und wir sind beim Thema Kiel geholt. Heute, wir haben meiner Zeit, jetzt in meiner Aufnehmzeit, haben wir Sonntag, 14 Uhr, irgendwie sowas. Schnell mal einen Kaffee. Kaffeezeit. Ah ja, die Schmatzgeräusche hört man auch gut, denke ich. Klasse. Also das wird, wir lernen jetzt zusammen, wie man mit so einem Mikro umgeht. Also, um diese Zeit, vor einer Woche, war ich in Kiel geholt. Es war brüllend heiß. Heute scheint es auch irgendwie heiß zu werden. Ich sehe das draußen. Und heute Vormittag, als ich mit euch durch den Garten gegangen bin, war es noch bewölkt. So lockere Bewölkung. Jetzt ist Braten angesagt. Und das erinnert mich dann wieder. Das stimmt mich dann wieder ein auf Duisburg. Und um 14 Uhr war es auf einmal schlagartig, oder halb drei war es, auf einmal waren die Kunden weg. Also weg, es waren nur noch wenige. Ich hatte so das Gefühl, als hätte sich vor der Kasse oder vom Haupteingang irgendwie so eine Falltür aufgetan. Alle wären da reingepurzelt, weil es war so ein schneller Übergang. Ne? Aber umso besser für uns alle, dann konnten wir mal durchatmen. Ich glaube, die waren alle wählen oder im Schwimmbad. Es war einfach. Aber wir Aussteller konnten durchatmen und auch mal bei den anderen gucken gehen. Und das war für mich sehr schön. Das war für mich sehr schön. Und ich denke mir, die Kundinnen oder die Wollverrückten, Tinnen, die da waren, die konnten in Ruhe stöbern, wurden wunderbar beraten. Und es war sehr entspannt. Also der Sonntag war schön. Schön. Ich fand ihn von der Atmosphäre schön. Ach, ich muss aber von vorne anfangen. Aber ich kann nicht. Ich bin so durcheinander immer. Mein erstes großes Wollfest. Ja! Ich habe euch in den ganzen Videos vorher immer gesagt, ich möchte gerne am Wollfest. Und schon wieder abgesagt und schon wieder abgesagt. Und dieses Jahr ist alles egal. Ne? Zack, Corona ist da, aber ne? Wir machen das trotzdem. Ich hatte meine Corona-Warn-App bis angesprungen. Am Sonntag, da wo nicht so viel los war, bin ich wohl einem Corona-Virus zu nahe gekommen. Aber nix. Alles gut, also Glück gehabt. Ich bin ja auch 40 Mal geimpft und 3000 Mal geboostert. ja. Aber trotzdem, jetzt kann man ja, man kann ja trotzdem krank. Ich wollte gar nicht über Krankheiten sprechen, ich wollte doch eigentlich über das Wollfest reden. Was erzähle ich denn da? Ihr merkt, ich bin.
Also, jetzt sehe ich, bin ich auch gleich irritiert. Ich muss mal vielleicht doch die Schluss machen, eben um dem Ulrich zu sagen, dass der ist gerade vom Hundespaziergang wieder gekommen, der Stahlbildhauer. Und dann sage ich ihm eben mal, oder sage ich ihm das nicht, dass ich hier ein Video aufnehme. Und dann kommt er jetzt eben rein und der Hund kratzt an der Tür, da müsst ihr jetzt auch mitleben. Nein, ich werde das nicht ändern. Also, wo war ich stehen geblieben? Kehl geholt. Es war wunderbar. Ich hatte die allerbesten Helfer. Astrid Bodolina nennt sie immer Helferlein. Aber das waren Helferfrauen, das waren Heroinen, das waren Freundinnen in der Not oder in der nicht. Das war ja keine Not, aber wir waren Dreamteam. Wir waren wie die Sechs hinterm Grill. Nein, hinter der Feinkostabteilung. Es war so, ich habe ein Foto gemacht, beziehungsweise irgendjemand hat noch ein Gruppenfoto dann von uns gemacht. Es war so auch eine nette Ausstellerin. Und ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ne? Wir stehen da hinter unserem Stand und wir grinsen und alles sieht toll aus, das Ambiente. Und ein Mädel hübscher, eine hübscher als die andere, stehen so alle nebeneinander. Und was können wir für sie tun? Wie in so einem edlen 50er Jahre Gaufhaus oder sowas, wo die dann alle getaktet nebeneinander stehen, so nicht getaktet, aber so mit richtigem Abstand, so und dann den Kunden verwöhnen. Ja, also ich war gut aufgestellt, sagt man das? Sagt man so, ne? Ja, ich hatte die dollsten Mädels. Danke! Falls eine von euch jetzt dieses Video guckt, ihr wisst, ich liebe euch, ich fand es klasse. Ich konnte dann rumhampeln. Ich konnte Tralafitti machen. Ich konnte Tralafitti und Bohai. Ne, so. Ich habe ganz tolle Leute getroffen. Ich hatte Fanmomente. Madame Benoit, die kenne ich auch nur aus Internet, ne, aus Instagram mit ihren tollen Färbungen. Und ich hatte die auch beim Thorsten in dem Video gesehen, mit ihrem super Stand. Ich habe sie auch dafür gelobt. Beim Hohenloher Wollfest hatte sie einen ganz, ganz tollen Stand. Und was war noch? Tja, Heike, Mondlichtgarne, habe ich gesehen. Ich nur. Und was soll ich sagen? Die ist total nett. Die ist wirklich so wie in ihren Videos. Bezaubernd. Ist einfach bezaubernd. Mehr kann ich gar nicht sagen. Und was mich sehr gefreut hat, meine Freundin Annette aus Oberhausen, die war auch da. Meine alte, liebe Freundin, also alt ist sie nicht, Entschuldigung, Annette, das so war es nicht, aber wir kennen uns lange, deshalb, ja, wir sind alt, ja, es ist so. Aber meine beste Urfreundin, die einzig wahre, die hat dann auch das Vergnügen gehabt, die Heike kennenzulernen. Und die war auch, glaube ich, sehr glücklich darüber. Nur, sie war nicht am Stand, war nicht bei mir, sie war selbst Besucherin, weil wir uns nicht sicher waren, ob sie nicht im Urlaub ist an dem Tag. Aber sie hat trotzdem war sie dann da als Besucherin. Und es war ein bisschen ein Stich ins Herz, weil eigentlich hätte Annette auch noch dahin gehört, hinter unseren Stand. Aber okay, vielleicht hat Mondlicht gar nicht sie etwas trösten können. Das wird ziemlich fahrig, diese Folge hier, weil ich springe meinen Gedanken auch immer hin und her. Ich bin noch völlig durcheinander. Die Leute, die nicht nur hier die YouTube-Videos gucken, sondern auch bei Instagram rumschauen, auch bei mir und bei den anderen, die haben schon einiges gesehen. Die Kirstin von Quickstrick, die hat auch ein tolles Video gemacht, so ein Nacharbeitungsvideo, wo sie zeigt, wie sie sich auf den langen Weg von der Schweiz bis nach Duisburg gemacht hat mit ihrer ganzen Wolle und nur 2 Wochen Zeit hatte und mit ihrer Mutter das gerockt hat, dieses Zelt aufgebaut. Das ist auch noch irgendwie, der ganze Stand ist zwischendurch durch eine Windböe umgekippt. Ich hätte ja einen Nervenzusammenbruch gekriegt. Die haben das souverän gemacht. Die standen wiederum draußen, also erstmal zum Stand von uns. Wir hatten unheimliches Glück. Wir hatten absolutes Glück, weil als die Standpläne verteilt wurden, das war sehr, sehr spät, weil das war alles nicht so sicher, wie das war mit dem, die armen Veranstalter hatten richtig noch Spaß mit der Stadt Duisburg, die dann irgendwie so lange auf sich warten ließen, mit den ganzen Genehmigungen und Feuerwehr und Pipapo, was da alles so dranhängt, das ist ja ein wahnsinniger Verwaltungsaufwand auch, den man da bewältigen muss. Weil das ja so eine Großveranstaltung ist. Großveranstaltung. Ich hatte übrigens auch Freunde da, die mich besucht haben. Die haben gedacht,
Das wäre eine kleine, piefige Veranstaltung, so mit 10 Ständen. Die sind mit offenem Mund zu mir gekommen, haben gesagt, so haben wir uns das nicht vorgestellt, das ist ja irre. Ich sage, ja, sag ich doch. Die Nichtstricker können einem das nicht glauben, dass das sowas echt Geiles ist. Dass das so ein, ja, wie im Rausch alle da sind. Dass da die ganze Halle dampft nach Endorphinen oder wie die heißen, diese Glückshormone, die man ausstößt und vielleicht auch da irgendwelche Sachen ausströmt. Ja, die waren Samstag da. Die haben mir ein kleines Röschen mitgebracht. Das fand ich auch so lieb. Wie kam ich denn jetzt da drauf? Ist egal. Ich springe jetzt einfach weiter. Jedenfalls haben die mich auch besucht. Und ach so, der Stand. Ja, genau. Und dann haben wir eben als Aussteller sehr spät erfahren, wer wo steht und wie groß der Stand und so weiter. Und dann habe ich gesehen, oh Mann, ich habe einen ganz kleinen Stand. Ich habe einen ganz kleinen Stand nur. Ich saß hier, ich war ja sowieso schon kurz vorm Nervenzusammenbruch, weil ich dachte, ich muss mindestens 500 Kilogramm Wolle färben, damit ich einen Stand haben kann, wo alle quasi wie in so ein Bällchenbad reinspringen können und die geilsten Sachen da rausfischen. Ja, das sind so die Fantasien eines Newcomers da. Da merkst du sofort, wer keine Ahnung hat. Habe ich dann ganz schnell gemerkt. Jedenfalls, ich gucke auf den Plan und denke, oh Mann, da haben noch nicht mal meine Kisten Platz auf diesem Stand. Es ist unglaublich. Das kann man vergessen. Dann habe ich hier rumgeheult und rumgekreischt. Der arme Stahlbildhauer musste leiden, ne, wenn Frauen hysterisch werden. Ich sage, wir müssen jetzt sofort den Stand simulieren. Diese 3 Meter. Ich will jetzt sofort die Tische hinstellen. Ich hatte dann auch was im Hintergrund, so, also eine Wand und also rechts und links auch noch andere Aussteller. Ich so, boah, das geht gar nicht. Und dann noch 6 Frauen. Ja, hallo. Übereinander vielleicht, so Pyramiden aufbauen. Ja, stand ich da. Ach, da habe ich gedacht, okay, nachdem ich mich beruhigt habe, den Hund angeschrien, den Stahlbildhauer angeschrien. Muss ja raus, der Druck. Da müssen die ab, die Jungs. Also, ne, dafür, nein. Also, ich bin ja sonst auch gar nicht ganz nett, glaube ich. Oder? Ja, und dann habe ich mich eben beruhigt und nachgedacht. Und okay, dann müssen wir durch. Dann bleibt eben das Zeug hier und die Mädels sind dann vorm Stand, hinterm Stand. Oder wir verteilen uns. Sie wollten ja auch gerne alle mit und diese Atmosphäre auch mal aufsaugen. Ja. Und dann hat mich Helmi von Helmis Farbexplosionen, den ich auch ich war ja bis jetzt immer nur Kundin, Besucherin von solchen tollen Wollfesten. Und dann habe ich den Helmi auch über. Beim ersten Kielgurt habe ich ihn auch schon gesehen mit seinem Stand. Und der schrieb mich an, weil er gesehen hatte, dass ich eben da in seiner Nähe bin. Ich glaube, wir sollten uns gegenüberstehen. Und er hat gesagt, er braucht eine Rückwand für seinen Stand. Er kann das gar nicht ohne Wand hinten, weil er sollte dann dastehen, wo ich jetzt dann in meinem, also aktuell, nicht aktuell, also wo ich dann gestanden habe. Boah, das ist alles kompliziert. Ne, egal. Da müsst ihr jetzt durch. Ich bin immer noch durcheinander. Jedenfalls hat er mich gefragt, ob wir Stände tauschen könnten. Ich habe mir dann so ein bisschen mal angeguckt, wo der ist, der andere Stand, und habe gesagt, ja, okay, klar, gerne, weil ich den Rücken frei hatte. Da habe ich gedacht, da kann ich wenigstens im Rücken dann irgendwelche Kisten stapeln und war unheimlich froh, dass Helmi mich gefragt hat. Am Freitag durften wir aufbauen und ich glaube, Helmi war ziemlich traurig mit dem Tausch. Im Gegensatz zu mir, ich war sehr happy, weil der Stand von Helmi hat sich als kleiner herausgestellt, irgendwie, ich weiß nicht, und meiner war dann doch anders und ich war direkt schräg gegenüber von Pearl & Knit und direkt auch an der Tür, die nach draußen ging, zu Quickstrick, in den Innenhof und es war also, ich kriegte viel Luft und auch viel Licht da und ich konnte so im Hintergrund auch agieren, also dass ich da irgendwelche Kisten hinstellen konnte oder dass man da mal, dass man die Mädels vom Stand auch da runtergehen konnten. Da war so eine Treppe. Wir mussten nur aufpassen, dass wir nicht die Treppen runterfielen. Ansonsten war das Bombe und Helmi, ich danke. Danke, dass du mich angeschrieben hast, danke, dass du mit mir getauscht hast. Danke, dass du den Frust ertragen hast, weil dein Stand dann doch ganz anders aufgebaut werden musste, als du es gewohnt warst. Ich habe einen Glückskeks gezogen da. Ja, danke.
Es war auch ein toller Platz mit den drumherum mit den Leuten. Also Helmi war ja nicht nur der eine, sondern mir genau gegenüber war die finnische Handfärberin mit ihrem tollen finnischen Garn, Auring, ich weiß es nicht. Vielleicht schreibe ich es unten rein. Oder auch nicht, wenn ich es vergesse. Aber wenn man sich die Ausstellerliste anguckt, Auring, also die tolle Frau, die hat das ganz alleine alles gerockt. Ich weiß nicht, ob die direkt aus Finnland gekommen ist. Ich glaube nicht. Nee. Vielleicht einen kleinen Zwischenstopp in Dänemark. Ich bewundere das. Und die hatte den Stand ganz alleine aufgebaut, ganz in Seelenruhe alles hingestellt und war unheimlich, also die war so tiefenentspannt. Das war ein großes Vorbild für mich. Ich war nicht wirklich tiefenentspannt, ganz im Gegenteil. Ich war der Gegenpol. Dann daneben, mir schräg gegenüber, der monstermäßig super gute Stand von Pearl & Knit. Richtig toll alles aufgebaut, aufgehängt. Die haben als Team sehr, sehr gut zusammengearbeitet. Und da waren dann auch den ganzen Tag Schlangen vorbei. Also das war richtig schön. Die standen an der Kasse an und da auch an dem tollen Wollwickler, der da war. Die hatten so einen elektrischen, da konnte man das Garn, was man bei ihr gekauft hatte, und ich glaube auch Fremdgarn gegen kleinen Obolus, konnte man da wickeln lassen. Und da war immer was los. Bei mir im Hintergrund, also Treppchen runter, war der Buntwurm, die Nicole von Buntwurm. Und ich muss euch sagen, die ist so ein tolles Mädel. Ich sage jetzt mal aus meiner Sicht, als alte Frau, ist das ein Mädel, ist das eine junge Frau, die auch ganz alleine das gemacht hat, den ganzen Stand alleine aufgebaut. Der war groß, der war nicht klein. Die hatte so eine Ecke, im Prinzip war der ähnlich groß wie der von Pearl & Knit, aber nur eben Treppchen runter. Beziehungsweise ebenerdig und wir waren auf so einer Art Podest. Und toll gemacht und die hat nie irgendwie hektisch ausgesehen oder auch nie oder was, sondern die war absolut reizend. Ich grüße dich, falls du das jemals hier gucken solltest, ich grüße dich ganz, ganz toll und bin so froh, dass du mir den Rücken freigehalten hast, im wahrsten Sinn des Wortes. Die war so lieb, die hat uns da, wir konnten dann da Strom zapfen da bei ihr, weil der Stecker war da bei ihr und wir haben uns dann einen Kühlschrank geteilt, den wir mitgebracht hatten, weil es war super heiß. Da konnte man wenigstens ein kaltes Wasser rausziehen. Und neben mir war auch rechts neben mir war Wolle Willig. Auch erstmal dachte ich mir, huch, die sind aber hochkonzentriert. Da kam kein Pieps von denen. Die haben ganz ordentlich aufgebaut. Aber dann nachher haben wir uns doch näher kennengelernt, wie das so geht auf so einem Wollfest. Und ich mochte sie sehr. Sie haben auch tolle Sachen. Die haben so eine klasse Auswahl. Ich habe mir bei denen auch ein Buch gekauft. Jetzt weiß ich gar nicht, wo das ist. Weil die hatten so einen Pulli da liegen, den fand ich ganz klasse. Übersetzung ins Deutsche war, also das gibt es auf Englisch anscheinend, das Buch, und die blöde deutsche Übersetzung, gestrickt wie getöpfert. Aber die Modelle da drin, toll. Inspiriert von Keramiken. Und das Witzige ist ja, ich habe ja Keramikdesign studiert. Das war jetzt auch wieder so eine Verbindung, wo ich dachte, ach klasse, das nehme ich jetzt mal mit. Ich hatte das schon öfters mal gesehen, aber wenn man das am Stand nochmal sieht, also im Internet hatte ich es gesehen, dann ist das nochmal was anderes und dann habe ich mir das von denen gekauft. Und die hatten auch so schönes Garn da. Die haben ja ihr eigenes Garn, lassen die spinnen und schön. Also es lohnt sich auf alle Fälle mal bei denen auf die Homepage zu gucken. Wolle Willig. Und daneben stand, ich glaube, direkt daneben, und dann kann ich euch endlich mal was hochhalten, ja, also es ist ja, ich laber mich hier um den Verstand, daneben, dann kann ich euch die Shopping-Sachen zeigen, das habe ich auch schon angestrickt, so, daneben stand die Wollreinheit, Wolliges vom Niederrhein, das ist das Logo, auch total nett, ich habe vergessen, Svetlana, Mist. Ja. Haben einige von meinen Standhelferinnen, wir haben uns einen Strang von ihr gekauft. Das ist Fine Merino Socks, 75 Schurwolle, 25 Polyamid, 24 Meter. Die hatte nämlich solche Sets angeboten, dass man ein Tuch stricken kann, Tanuta. Glaube ich, das ist nicht von ihrer Freundin oder von, jetzt habe ich vergessen, wie die Designerin oder die, ja, die das designt hat, heißt. Und das stand immer aus einem Set von dieser Merino und einem
Flauschi, ne? Mohair. Und dann habe ich sie gefragt, ich sage, oh, ich habe ja selbst so viel Mohair, kann ich dann, weil die bunten Stränge waren so toll, die sie hatte. Und sie hatte eine andere Farbe, aber den fand ich ganz klasse. Aus dem war auch das Tuch gestrickt, was sie am Stand hatte. Und jetzt zeige ich es mal hoch. Ich habe gedacht, wir machen einen Call mit den Mädels, die da mir geholfen haben. Und die haben sich auch irgendwie alle was aus dem Stash gesucht oder auch bei Wollreinheit gekauft. Und ich habe das schon angefangen. Ich fand, das ist ganz simpel. Ich sage es aber trotzdem nicht, wie es ist. Es ist ganz simpel gestrickt, ganz simples Design, also auch von der Form her, aber der Effekt ist einfach grandios. Ist das nicht toll? Also ich habe einfach so ein, wo ist denn das Flausch jetzt? Wo ist denn das Flausch? Ich habe einfach so einen goldenen Flausch von mir genommen. So ein senfgoldenes Ding. Ja, schöne Farbe. Gepaart mit dem hier. Denkt man erst, ups, ups. Aber, wie ihr gesehen habt, keine Fenster, keine, nicht die, ist der Effekt sehr schön, oder? Das wird richtig groß, also das, was am Stand war, wird groß. Ja, man strickt so lange, bis das ganze Zeug dann alle ist. Ja, es kommt jetzt wieder rein. Und das macht Spaß einfach. Das ist so ein gutes Mitnahmeprojekt, da brauchen wir auch nicht viel nachdenken. Ich mag ja so Designs, so Sachen, die ganz einfach sind und einen dollen Effekt haben. Man muss nicht immer 400 Mal verzopfen und rückwärts stricken und so akrobatische Übungen. So. Ich bin dann zwischendurch, konnte ich immer mal wieder rumlaufen. Ich habe dann als erstes, da bin ich auch rausgerannt. So, wow, wo ist ja die Bommesbude? Wer stellt noch draußen aus? Und da ist mir dann auch... Da bin ich sofort auf den Stand zugelaufen von Kirsten. Das ist natürlich auch, ich kenne die Kirsten auch nur, Kirstin, verzeihe. Ich habe so viele Kirsten im Kopf, aber Kirstin ist immer noch neu. Also Kirstin von Quickstrick, YouTube-Kanal. Die kenne ich auch also nur aus dem Fernsehen. Und da kommt sie ja auch immer so sehr rüber, so zackig und gut sortiert und ne, alles ist organisiert. Und sie sagte auch, sie ist auch so, sie ist einfach laut und sie spricht so und was soll das? Weil es sprechen sie auch Leute an, die sagen immer, du sprichst immer so und blablabla. Und dann sagt sie, ich bin eben so und das ist genau richtig. Sie ist so. Und wer das nicht angucken mag, der ne, kann ausschalten. Und was soll ich euch sagen? Diese Frau... Mit diesem Strick-Podcast und mit diesem, die ihr Leben so, ich weiß nicht, wie das, es ist ja nicht die Einzige, die mit Kindern das macht, mutig gerne auch, aber die das alles so hinkriegen und die alleine fährt, alleine den Wagen da packt oder fährt so Hilfe, aber das ist egal, alles organisiert hat mit dem Zelt und so weiter, das alles ins Auto packt, die Riesenstrecke bis nach Duisburg fährt, ganz alleine, zwischendurch ihre Mutter da aufpickt oder die treffen sich irgendwo, das weiß ich gar nicht, die wohnt ja noch in Deutschland. Und dann macht die das da alles ganz allein. Und den Abbau hat sie nach Hause fahren. Ist sie mitten in der Nacht. Ich habe den Stand gestürmt, habe ihre Mutter kennengelernt. Das war noch am Freitag beim Aufbau. Ich dachte, boah, die nerv ich jetzt ein bisschen. Weil ne, da hat man vielleicht, eigentlich haben die ja keine Zeit aufzubauen. Aber ich wollte dringend mal mit denen quatschen. Und was soll ich sagen? Die ist total nett. Die ist super nett. Ich war so richtig so, ne? Die Mutter auch. Und ich bin dann immer wie so ein Groupie da hingerannt und habe ein Filmchen gemacht. Und habe auch dann am Sonntag, das war am Sonntag, ist Willow gekommen, die Marion. Und dann, weil der Rundgang war so, irgendwo bist du reingekommen, dann bist du an 3 Millionen Ständen vorbei, durch die ganzen verschiedenen Hallen durch. Und ganz zum Schluss konnte man auf den Hof rausgehen. Und ich war mit den anderen Ständen, wir waren so die Letzten in diesem Rundgang, wo es dann nach draußen ging. Und deswegen kam Marion auch erst bei mir vorbei. Und dann habe ich sie gesehen, habe gesagt, oh, Marion, die habe ich ja auch ewig nicht gesehen. Die war ja einmal bei mir und dann nimmer mehr. Das ist auch schon vor Corona, ne? Weit. Es gibt eine Zeit vor Corona, ja. Und dann habe ich mir die geschnappt. Ich sage, warst du schon mal, Kirstin? Nein. Ja, dann habe ich mir die gleich geschnappt und dann sind wir dahin. Und dann
hatte ich Gott sei Dank mein Handy dabei und war so Paparazza-mäßig drauf, was ich sonst nie mache. Ich habe das Ding gezückt, war ganz aufgeregt, aber gehofft, ich drücke den richtigen Knopf, weil bei solchen Sachen mache ich das dann nicht. Dann drücke ich irgendwas und dann ist alles vorbei. Ich hätte auch fast das Wichtigste, diese Umarmung, verpasst, aber dann habe ich draufgehalten. Ich habe draufgehalten. Die haben sich so gefreut. Mir war das scheißegal, ob ich jetzt in die Hölle komme. Man filmt keine Leute, wenn in so einem intimen Moment Hölle. Sondern ich musste das festhalten, weil das hat mich so. Ich hatte so eine Gänsehaut, einmal so bis hier oben. Die haben sich so gefreut, das war unglaublich. Marion hat geweint, also nicht, sondern die Tränen, das kennt ihr. Wenn man sich so freut, da kommen die Tränen, man kann nicht mehr. Dann habe ich auch gesehen, Marion hat sich auch abgewendet von meiner Paparazzi-Kamera. Ah, ja, ich Idiot. Und ich dann hinterher, ist doch gar nicht so schlimm. Aber es war auch nicht so schlimm. Ich fand, dass die beiden sahen so toll aus und bezaubernd. Und ich habe das Video dann auch, ich habe diese ganzen Videos, die ich gemacht habe, bei Instagram veröffentlicht, weil ich das live gemacht habe. Und ich kann die gar nicht jetzt hier dranhängen. Mist. Also müsst ihr euch das bei Instagram auf meinem Kanal bohai-jan mal angucken, wenn Interesse besteht. Und es ist gar nicht peinlich. Marion hat ja Angst, sie sähe so blöd und verheult aus, gar nicht. Sondern das war ja der Gänsehaut-Moment. Ich immer dazwischen gekreischt, das ist Liebe, das ist Liebe. Ich war ja auch völlig Banane. Aber so war das da, so war das da. Die ganze Zeit. Ich denke mir, das war nicht der einzige Moment, wo die Leute sich in den Armen gelegt haben. Was da in den Hallen so vor uns vorging, das habe ich ja alles gar nicht mitbekommen. Man ist ja, wenn der Besucheransturm kommt, ist man ja völlig konzentriert auf seine Sachen. Wo war ich denn noch? Ach, ich bin überall rumgestromert und habe all diese, ja, ich nenne sie immer die Wollkarawane. Das sind ja dann immer viele Aussteller, die sich kennen, die sich lange kennen schon, weil sie überall so mal durch ganz Deutschland immer mal wieder, ne, so die Wollfeste besuchen als Aussteller und auch oft die gleichen in Anführungsstrichen sind. Also so ein harter Kern und vielleicht haben die sich ja auch lange nicht gesehen, ne? Eine, die bestimmt auch auf vielen Wollfesten ist, ist Krakenjans. Tut mir leid, den Vornamen habe ich jetzt wieder vergessen. Ja, oder Namen steht ja irgendwo drauf. Ich bin so gemein. Und ihr kennt ja meine Farbvorlieben. Die sind ja eher so von Schlamm, Brackwasser bis schmutzige Prinzessin oder Prinzessin im Kuhfladen, habe ich schon mal was genannt. Oder ja, die Astrid weiß das, ne? Und deswegen wird es euch wundern, was ich gekauft habe. Aber man kauft ja was, was man nicht hat. Guckt mal, Krakenjans. Kann man das Label sehen? Ja. Das ist deutsche Merino. Eigentlich ist das auch, die deutsche Merino ist auch sowas, wo man jetzt nicht unbedingt immer so sagt, ey, ich verwöhne mich jetzt mal mit echt weichem Garn. Nee, da ist Struktur drin. Die hat was. Aber ich bin zu der hin und habe gesagt, ich habe die gesehen und dachte, hör mal, ist das wirklich die von Daniel Grosse, deutsche Merino? Die kann ich ja auch. Ich habe die auch gefärbt. Aber sowas würde ich nie nicht hinkriegen. Nie. 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 Guck dir das mal an, wie das leuchtet. Also das, für mich ist das hohe Handwerkskunst, das so hinzubekommen. Deswegen musste ich das als Beweisstück A, B, C mitnehmen von Krakenjans. Dass es möglich ist, auf auf einer deutschen Merino ohne Superwash und Ausrüstung einfach solche Farben hinzukriegen. Ich lasse sie nochmal durchs Bild wandern. Unglaublich, unglaublich. Also das habe ich gekauft auch, ich weiß. Aber das musste sein. Weil warum soll ich was kaufen? Man muss auch mal was anderes, ne? So, dann das, so was Inspirierendes, finde ich. Nicht immer das, was man selber so mag. Ja, als mir geht, also ich verbrauche die ja, ich kaufe die ja nicht als, um das unbedingt zu verstricken. Das hört sich jetzt blöd an, ne? Aber ich habe ja selber tolle Wolle. Aber deswegen muss ich auch Sachen mir besorgen, die ich außergewöhnlich finde, die ich nicht mache. Das so. Ne? Konnte ich mich da irgendwie ausdrücken? Noch einen kalten Kaffee. Ich mag gar nicht drauf gucken, wie viele Minuten ich schon habe. Es ist spiegelverkehrt. Weiß ich nicht, ist das 31 vielleicht? 13 Minuten wäre es auf keinen Fall. So, weiter. Vielleicht kriege ich das ja alles in einem Video.
Ich dachte ja, ab ja gleich, ich muss 3 machen. Aber ich habe ja noch, bin ja erstmal noch beim Wollfest. Habe ich noch irgendwas vom Wollfest? Ach, ich habe so viel noch, so viele Eindrücke, so viel. Eveline war da. Das war ja auch so eine Sache. Eveline hatte im Vorfeld schon gesagt, ja, sie weiß nicht, ihr Mann muss vielleicht arbeiten, ist jetzt bei dem Wetter und man weiß nie, wenn da einer ausfällt, aber wenn viel los ist, dann kommt sie nicht, weil der Mann wollte sie hin, also ihr Mann wollte fahren, Thomas. Und wenn er arbeiten muss, dann ging das eben nicht. Also hatte ich Eveline eigentlich schon abgehakt. Das hörte sich so an, so von wegen, ja, vielleicht, mal gucken. Da weiß man ja oft, dass es eigentlich ein Nein ist, ne? Aber Eveline wollte, so hatte ich mir das gedacht, mir nicht gleich so zack, ich komme nicht, sagen. Da steht die auf einmal vor mir. In so einem tollen Blümchenkleid. Und ich weiß nicht, wie ich geguckt habe. So. Weil mit Eveline hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Und ihr wisst ja, wir sind so verschieden und trotzdem verbindet uns so viel. Wir mögen uns, also ich mag Eveline sehr. Eveline sehr, ich habe es heute mit einem Namen, ne? Sorry Leute. Und das ist so eine Herzlichkeit, die zwischen uns ist, die ich sehr, sehr genieße. Das ist auch so, dass man sich nicht verstellen muss, dass man einfach so sein kann, wie man ist. Und das ist auch sowieso das an dem Wochenende gewesen. Dadurch, dass so viele liebe Leute um mich rum waren, konnte ich mich gehen lassen. Da hatte ich nicht das Gefühl, ich muss jetzt auch eine Rolle spielen. Und deswegen war es auch nicht so anstrengend. Ich konnte einfach mich von diesen Emotionen dahin raffen lassen. Und die Leute, ich habe die Leute gedrückt. Ich habe Leute gedrückt. Ich habe Leute gedrückt. Da denkst du dann irgendwann nicht mehr nach. Ich hatte mir fest vorgenommen, herzlich und mit Abstand. Aber ist alles gut gegangen. Es ist von uns keiner krank geworden, von der ganzen Gruppe nicht. Und von den anderen habe ich auch noch nichts gehört. Keine Katastrophen. Ist doch vielleicht ein gutes Zeichen. Also nochmal zur Super-Eveline. Die ist jetzt an diesem Wochenende, hatte ich nochmal so einen, im Sanderhof, glaube ich, ist sie nochmal mit Strickfreundin. Und das muss ja auch eine tolle Location sein. Aber Eveline, die lässt sich's gut gehen mit Stricken auch und mit ihren Freundinnen. Die macht's richtig. Die lässt uns teilhaben. Sie hat also, glaube ich, gefühlte 50 Videos gemacht, seitdem ich das letzte Video gemacht habe. Und ich freue mich immer so. Ich freue mich über viele YouTuber, weil ich die, das sieht man auch bei Instagram bei mir, ich poste das oft, wenn ich arbeite, gucke ich die ganzen YouTube-Videos. Und das ist so schön. Ich strengle meine Wolle, ich färbe meine Wolle und irgendwie ist einer von denen immer dabei. Und das freut mich. Das bringt mich denen auch so nah. Und wenn du die dann siehst, in Natura, ja, genug, nicht, nein, genug. Ich werde das zwischendurch nochmal erzählen von dem Wollfest. Ja. Aber es hat sich so viel aufgestaut an Strickprojekten. Deswegen gucke ich auch immer so um mich rum, wo ich denke, warte mal, was fange ich denn an? Ich fange mit einer Sache an, die ich so praktisch finde. Also die ich, das muss ich jetzt mal, Moment, das habe ich schnell noch gerade zusammen. Das hat ewig gedauert, bis die ganze Kram zusammen hatte. Ich habe auch die Hälfte vergessen. Naja. Ich habe das Video von Alex von Wool and Forest gesehen. Eins von den irgendwann, wann war das? Auch um die Weihnachtszeit oder Anfang des Jahres, also schon ewig her. Und sie hat gesagt, sie hätte sich von Kokonitz so ein Klemmbrett oder irgendwie sowas geholt, was man so zusammen aus Pappe. Und das hatte ich auch schon im Auge. Da dachte ich mir, das ist toll, das ist klasse, das Ding. Ja, und dann sollte man da mit Magneten was festmachen können, sodass so aufklappen aus diesem dieser besonderen Papierzeug da, was die immer haben, auch in den Taschen. Und dann hat sie Unboxing mit uns gemacht und dann war das irgendwie echt so gar nicht so, wie sie sich das erhofft hatte. Und ich habe auch gedacht, das hätte ich mir auch anders gedacht. Und das hat mir so wehgetan, also nicht wehgetan, das hat mir so leid getan. Dass sie so enttäuscht war, also so ein bisschen enttäuscht, weil das war nicht billig und egal. Und ich musste ihr auch zustimmen, dass ich es auch hätte, ne? Und da habe ich gedacht, wie kann man das besser machen mit diesen? Ich habe ja auch mal das Problem, dann hast du deine Strickanleitung,
Ja, und dann willst du irgendwie was markieren und dann willst du aber nicht, und dann musst du um. Egal. Ja. So, und dann habe ich gedacht, das muss doch anders gehen. Auch mit den Magneten, die Idee fand ich so gut. Und dann, jetzt kommt Basti, kleine Bastelstunde. Habe ich gedacht, so, es gibt Klemmretter. Ich liebe auch Klemmretter, das haben ja viele. Klemmretter. Ne? Da machen viele dann ihre Anleitungen dann rein. Das ist auch klasse. Jetzt habe ich aber gedacht, oh, Magnet, muss man das aus Metall haben? Habe ich mir, es muss ein Metallkern haben. Es ist, das ist zum Beispiel so emailliert, ne? So Pulver, oder ne, Quatsch, Pulver beschichtet. Keine Ahnung. Und dann gibt es so, jetzt habe ich vergessen, die gibt es auf Rollen, solche Magnetstreifen für so Boards, wo man so Präsentationen dran machen kann. Und die gibt es immer so 2 Meter auf dem Rollöcken. Kannst du abschneiden, einfach mit der Schere durch und die Dinger halten. Guck mal, da kannst du das und das und dann kannst du noch einen gelben und ich glaube, ich habe noch grün. Ich habe mir dann einfach 3-4 Farben gekauft, sind nicht so teuer. Und man kann es auch teilen. Man kann auch sagen, hier, wenn man mit mehreren Strickfreundinnen ist, kaufst du dir so ein, habe ich alles bei im Internet gekauft, weil ich nicht wusste, wo ich es sonst, ne, muss man mal recherchieren. Ich habe es bei verschiedenen Händlern, das ist für, wie heißen die, sag mal, die Boards, Präsentationsboard, ihr findet das raus. Und dann habe ich gesehen, es gibt sogar magnetische Lineale, kann man auch schnell mal in die Maschenprobe oder nein, dran, also ich finde es toll, habe ich mir auch gekauft. Und da hält auch einiges drauf. Aber am besten ist doch wirklich das mit diesen verschiedenen. Da kann man sich ja die, so die Reihen auch, so sagen wir, gelb muss ich immer dies machen. Bei Orange bin ich gerade. Also Alex, vielleicht ist das eine gute Idee für dich. Ist jetzt nicht mitnehmen tauglich. Ist ein bisschen schwerer. Also solche Klemmbretter aus Metall sind schwerer als die aus Pappe oder Holz oder so. Aber ich, schön. Industrial Style. Ja, das als Tipp mal von mir. Die Sendung mit der Ratte. Kleine Bastelstunde. So, das kann weg. Und liebe Grüße an die Kollegin. Mit der habe ich auch schön hin und her geschrieben auf Instagram. Das war klasse. Weil ich fand, sie hat auch erzählt, stimmt, ich habe ihren letzten Podcast geguckt und sie sagt, sie ist so schüchtern. Was man eben sagt, das glaubt man nicht, wenn man ihre Videos sieht, ist klar, weil sie redet ja mit uns. Nein, aber sie redet mit der Kamera und nicht mit Menschen. Und wenn ihr dann in so einem Menschenhaufen, da im Hohenloher Wollfest, wenn ihr da so eintauchst, dann ist das schon, und du kennst dann auch nicht die Leute, oder die sagen, oh, guck mal, da ist die. Das ist schon vielleicht ein bisschen seltsam für Leute, die nicht so Rampensäule sind wie ich. Ja, aber ich genieße das so, wenn das so trubelig ist und alle haben gute Laune, finde ich klasse. Und ach, Thorsten, habe ich ganz vergessen. Thorsten war am Samstag da, den habe ich gleich noch draußen getroffen. Der hat ja einen schönen Bericht gemacht, da können wir uns freuen, glaube ich. Der war, also vor den, wollte noch vor den, das so gucken, wenn die Aussteller noch aufbauen, so wie er das im Hohenloher Wollfest gemacht hat. Ich hoffe, das ist ihm auch gelungen. Ich wollte ihn erst mit reinschmuggeln. Ne? Weil ich sagte, ja, gehört zum Team. Aber da hat er gesagt, nee, komm, lass mal, wir machen das ordentlich. Ich bin Journalist und ich mache jetzt hier mit der Kamera, laufe ich hier durch. Und dann ist er deswegen, damit das erstmal abgeklärt werden konnte, ein bisschen später reingekommen. Er wollte nicht fuschen. Ist eigentlich auch gut so, ne? Und er ist dann jedenfalls auch durch die Hallen gegangen und hat das alles gefilmt und hat sich da so ein bisschen, ja, umgeguckt. Und das war, ich denke mir, eine andere Atmosphäre als in Hohenlohe. Da war es ja, diese Industrieanlage bei Kegelhult war ja so grandios. Ne? Das war schon alleine so, dass man so, ich habe da gefilmt, dachte, ups, das ist ja ein draußen ist ja ein Schornstein. Und dann so, Mann, ist der groß. Ich hatte den, weil du guckst unten so auf irgendwelchen Ziegelsteinen und merkst gar nicht, dass das ein monstermäßiger Schornstein ist. Sowas stand da alles rum. Und ein paar Hochöfen. Ich habe von dem Landschaftspark gar nicht so viel mitgekriegt. Ich war immer in so einem kleinen Radius. Das war so, glaube ich, bis zur Pommesbude, bis zu diesem Wagen. So Quickstrick-Pommesbude, der Radius. Und dann meine kleine Halle da. Also die war schon groß, die Halle. Aber trotzdem, ich musste man immer mal wieder sagen, okay, jetzt gehe ich mal woanders hingucken. Jedenfalls war Thorsten auch, hat ab und zu mal mich am Stand besucht. Aber
wie das so ist. Ne? Hallo, schön, Thorsten. Hey, klasse. Und dann hast du schon wieder ein schlechtes Gewissen, weil dann der Nächste sagt, ey, Kasse bitte. Oder kannst du mal, ich brauch mal. Aber Thorsten ist Profi, der kann das verstehen. Hoffe ich. Liebe Grüße, Thorsten. Ich bin also gespannt, wenn man das durch Thorstens, mit Thorstens Kameraaugen sieht, dann wie das dann aussehen wird. Ich hoffe, ich entdecke auch noch alle Sachen, die gefilmt worden sind. Das ist spannend. Also Paulette Nitt hatte auch was gebracht. Ein Feedback da über den, das war ja ziemlich schnell, hat sie was gebracht. Das fand ich auch schön, das zu sehen. Wie, ne, weil viele Sachen hat man übersehen, weil es ja einfach very impressing war. Ne? Ach, ich muss aber trinken. Und draußen ist so schönes Wetter. Der Garten ruft, Kinder, der Garten ruft. Weiter. So, wenn ich jemanden vergessen habe, fällt es mir vielleicht nachher noch ein. Ich so, oh Mist. Es waren ja doch einige da, die Kunden. Ich muss dann, bevor ich das total vergesse und hier wieder in meinem Kauf die Wolle, Kauf jene Wolle Modus springe. Ich fand das so toll, wer alles da war. Wer vorher sich bei mir auch angemeldet hatte, ne, Tanja? Und wer mich da besucht hat, auch ja, also Tessa, Cordelia, ne? Hallo. Und all die anderen. Ich kam mir vor wie ein Star. Also alle, die mich angesprochen haben, es ist ein schönes Gefühl. Danke. Danke dafür. Alle, die was gekauft haben. Danke. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Ich habe gar keinen Überblick gehabt. Ich habe, wie gesagt, alles in die Kisten gestoppt. Hab das dahin und an, ach Gott, das dicke Garn ging gar nicht, das habe ich auch schon von anderen gehört, obwohl ich so schöne gemütlich hatte. Mann, ich hatte die absolut geilsten Apple Door, zeige ich auch noch gleich, ganz tolle Stricksachen raus. Aber die wollten alle dünnes und auch edles Garn haben. Ja, so ist das. Und wie kam ich jetzt da drauf? Habe ich jetzt wieder vergessen, okay, da Garn. Also bevor ich wollte mich jedenfalls bedanken und jetzt ist es erstmal gut mit dem Wollfest. Irre, noch ein Kaffee. Jetzt halte ich euch doch mal was in die Kamera. Diese Sendung ist nicht nur ziemlich kielgeholt, sondern auch ziemlich Astrid-lastig. Ja, ich habe was über vier Astrid. Astrids. Vier. Eine war sogar beim Wollfest. Es waren eigentlich theoretisch zwei beim Wollfest dabei. Aber eine Astrid habe ich gesehen, habe ich mich sehr gefreut. Hallo, liebe Astrid, wenn du das guckst. Ich vermute ja. Astrid M. aus, warte mal, Dortmund, Bochum. Oh, jetzt stehe ich am Schlauch. Lehrerin. Sie weiß es. Sie weiß es. Und mit dem bezauberndsten Lächeln ever. So. Die war da. Und da fangen wir doch gleich mal mit, wenn ich da schon bin, dann fangen wir mit diesem Projekt an. Euch sagt vielleicht Nutidengarn was. Nutidengarn? Ich kannte es und alle, wenn man andere Strickpodcasts guckt und überhaupt sich für Stricken interessiert und Wolle und außergewöhnliche Garne, weiß man gleich, was gemeint ist. Nutidengarn, Schweden, tolle Homepage, machen irgendwie ihr Garn komplett selber und das ist ein totaler Hype und alle wollen das haben und alle stricken alles draus. Und es gibt manche, die stricken nur damit und dann bin ich bei Instagram, habe ich zufälligerweise bei Astrid dann gesehen, also Astrid M., dass sie ihr Notizengarn, dass sie was übrig hat. Sie hatte viel zu viel gekauft. Ich weiß auch gar nicht, wie ich da was kaufen kann auf der Homepage. Immer wenn ich da drauf gucke und ich mache auch diesen Shop-Update, ich gehe da hin, gab nichts zu kaufen. Für mich gibt das ist immer weg. Ist aber egal. Ich habe es ein paar Mal versucht. Man kann da auch irgendwie Patreon werden. Guckt euch das mal an, das ist toll. Ich versuche das zu verlinken. Wie gesagt, wenn ich dran denke, das wird heute eine chaotische Folge. Sie hat jedenfalls sowas angeboten. Ich dachte, oh, ist nicht wahr. Dann habe ich es auch gar nicht, ich war ganz aufgeregt, habe gar nicht mehr durchgelesen, was das kostet. Und das hatte sie ganz toll geschrieben. Und so habe ich gesagt, was kostet das? Und wir sind uns dann einig geworden. Und da hat sie mir es geschickt. Und dann kamen solche Sachen an, solche Scheiben. Und dann zwei Bälle. Und
dann habe ich gesehen, dass die beiden, dass die Bälle schon, das waren immer zwei Fäden, von, waren dann so zusammengewickelt zum Ball. Ey, Leute, dann denkst du erst, oh, das ist ja schon, wieso hat die das gemacht? Danke, dass sie das gemacht hat, weil das ist Zen-Garn. Das ist Garn für Stricker, wenn die, ja, du musst ruhig sein, StrickerInnen, die müssen, du musst ruhig atmen, keine hektischen Bewegungen. Du musst auch stressfest sein, das heißt, also was soll ich sagen, ich zeige es euch jetzt mal. Dieses Garn, es ist, fühlt sich toll an, es ist nicht bearbeitet, es ist einfach nur, eigentlich ist es nur so wie so eine Spinnvor, also das müsste man noch verdrehen, noch verspinnen, das ist einfach nur so wie so ein gezupftes Watte-Ding, warte. Und man kann jetzt, guck mal hier, ich ziehe gar nicht dran und schon hast du es, es ist nichts. Das bedeutet, du musst dieses Ding ja da irgendwie abgewickelt kriegen, wenn du strickst. Und es ist auch so, es verhakt sich ja auch, ne? Es verhakt sich und dann reißt und dann hast du es und dann willst du nur mal eben ganz und dann hast du es schon wieder hier so. Das, was ich da rausgestrickt habe, ist so geil geworden. Das zeige ich euch jetzt. Und ich habe gemerkt, dass da, ich, das liegt schon. Ich wollte ja schon viel früher aufgenommen haben, deswegen liegt das auch die ganze Zeit schon rum. Und ich habe auch gedacht, ach, dann mache ich nach dem Video, vernähe ich dann. Das eine Ärmelloch, das andere ist schon zu und die Fäden sind auch nicht vernäht und so weiter. Ich habe mir, das ist einer der wenigen Pullover, die ich zweimal gestrickt habe. Und das ist der, ich habe glaube ich nicht die Bulky-Version gestrickt, aber ist egal. Das ist Column von Hiromi Nagasawa. Und das ist so ein Basic-Teil, so ein Pulli, den, der ist einfach genial. Ich gucke mal, ob da noch ein anderes Foto ist. Den kannst du alle möglichen Garne nehmen, also so dicke Garne, oder hältst ein Fingering zusammen mit Mohair. Und es ist, das gibt eine Bulky-Version, eine Super-Bulky. Wo ist sie denn? Egal. Sie heißt auch Play Needleworks. Das werde ich verlinken. Und was habe ich gemacht? Ich habe dieses Knäuel genommen, was dieses diese Kugel, die Astrid gewickelt hat, und habe es zusammen mit einem ganz geilen, wo ist der Mohairstrang? Ja, von mir gehalten. Und so sieht er aus. Guckt euch mal den Mohairstrang an. Das ist so ein grün, ich lege den mal in den Vordergrund, oder alleine. Es ist ein einfaches, was viele haben. Das ist die Mohair-Qualität. Das ist ein super schönes Mohair. Das ist also kein so ein kratziges. 72 Mohair, 28 Seide, 840 Meter Lauflänge. Das sind 50 Gramm, haben also 420 Meter. Und ich mache das nicht oft, dass ich irgendwas mit Mohair verstricke, weil ich immer denke, ah, das fusselt so und flust. Oh, Entschuldigung. Aber das fand ich toll. Diese Kombination, das war natürlich nochmal eine extra Herausforderung, dass dieses Zen-Garn, das war nur so. Und dann noch dazu das Mohair, dann gibt es ja auch so Momente, wo sich das alles verhakelt und verdreht, aber es war trotzdem, ich weiß nicht, ob ihr das seht, der Schnitt ist auch toll. Also ich kann euch das wärmstens empfehlen, diesen Column. Den strickt den bitte, 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 bitte. Aus allem, ihr könnt ihn auch aus dünnerem Garn wirklich nicht, aber also, ich weiß, ich halte jetzt hier die Wintersachen hoch, aber ich stricke immer Wintersachen. Ich stricke keine Sommersachen. Aber das Ding ist einfach schön. Und das Mohair hat dieses, seht ihr, das ist ja eigentlich so ein graues Garn, ne? Und das, guck mal, was das für schöne, die leuchten auch, die glitzern und dann hast du hier mal einen grünen Tupfer und dann gibt es ja noch einen Türkisen und das ist so unaufdringlich bunt, so wunderschön in der Tiefe bunt, also ich bin völlig begeistert. Ich hätte nicht gedacht, das weiß man ja nie, wie so ein Mohair sich das zusammenläuft und das ist ein Traum, das hat dieses Garn und ihr seht auch, ich habe von dem einen, es ist ja so ein Braun und ein Grau, so ein bräunliches Grau und ein Grau-Grau. Und dann gibt es dann auch so einen Bruch irgendwo da. Das kann man dann vielleicht in der Kamera besser sehen als in Natura, als ich das dann wechseln musste, weil ich hatte von dem einen nicht genug. Aber das fällt in Natura überhaupt nicht auf. Ist ganz im Gegenteil, ist schön. Das Mohair hat das so wunderbar verschwommen gemacht.
Also, Kolumn muss man stricken, am besten aus so einem tuffigen, knuffigen, nicht so schweren Garn. Und das ist dann ein Pullover, den man liebt und den man auch nochmal gerne strickt. Der passt schön, der ist so schön und simpel, raffiniert geschnitten. Und den liebe ich jetzt schon. Den ersten habe ich leider aus einer doofen Wolle gestrickt, als ich noch gar keine Handfärbewolle kannte. Aber da habe ich dann eben noch mit Industriegarn, das heißt nicht Industrie, aber jedenfalls mit so einem normalen Garn gestrickt und da war auch Jack mit bei, aber das war alles so, der ist dann ganz schnell gefilzt und den wurde dann labberig und das wird dir nicht passieren, das ist eine wunderbare Kombination. Aber ich habe dann überlegt, weil dann war ich auch heiß und dachte, ich muss jetzt das nochmal kaufen, dann war ich traurig, weil ich es nicht mehr kriegte, aber ich habe dann gedacht, nee, mir reicht einmal die Erfahrung mit Zen-Stricken. Alleine wenn das irgendwo, wenn der Faden nur an der Hose ein bisschen Reibung hat, und du ziehst dann, du bist schon ein Zeitlob anziehen. Ne? Also auch Frauen, die feststricken, vergesst es nicht, nein, nicht nehmen. Das Garn braucht Luft und das reißt dir beim Stricken schon dann. Also wenn du und das muss so eine ruhige fließende Behandlung haben. Ich möchte das, glaube ich, erstmal in der nächsten Zeit doch nicht mehr stricken. Ich möchte, dass das ein bisschen schneller und dass ich nicht die ganze Zeit den Atem anhalten muss, wenn ich Faden nachhole. Und wie gesagt, auch Dankeschön, dass Astrid, dass du es schon doppelt verwickelt hast. Ich habe es eben doppelt verstrickt und dann noch mit dem Mohair, also dreifädig. Wenn sie das nicht aufgewickelt hätte, ich habe dann den Rest, musste ich dann eben parallel mit beiden so stricken. Da habe ich auch gemischt, da habe ich, glaube ich, grau und braun dann gemischt, damit der Bruch nicht so stark wird. Und das Ganze, das so von diesen Kuchen hier abrollen, eieiei. Also, ein fantastisches Garn, ein tolles Strickerlebnis, das muss jeder mal gemacht haben und dann für sich entscheiden, ob er das nochmal wiederholen möchte. Ich erst mal nicht. Nein. So, das haben wir jetzt, den Kolumn, der Pulli ist einfach toll. Ja, dann kommen wir zur zweiten Astrid. Astrid Nummer 2. Da muss ich mich nach rechts. Astrid. Also es geht hier um Astrid Rubator Designs. Astrid Müller. Meine liebe Astrid. Astrid hat mich quasi entdeckt. Die war die erste, die auf mich zugegangen bin, als ich bei Instagram vorsichtig meine ersten Sachen gepostet habe. Da muss ich noch mal eben kurz zu Alex sagen, von Woolen Forest. Sie hat ja gesagt, sie ist so schüchtern und so und sie weiß nicht, ob sie so ein Wollfest machen kann. Und das Gleiche gilt auch für die Heike von Mondlichtgarne. Die sagte, ja, das mit dem Stand. Ich habe auch gesagt, Heike und auch Alex, ihr könnt da mit einem Tapeziertisch hingehen und ein Deckchen drauflegen und eure Stränge ausbreiten, die ihr aus irgendwelchen Kisten holt. Und die Leute werden es lieben, die werden zu euch kommen, werden es kaufen. Und keiner wird merken, dass es nicht professionell ist. Ganz im Gegenteil. Die konzentrieren sich auf die Wolle, die wollen das Garn, die wollen nicht Hightech-Kassen oder Hightech-Giveaways oder schnellen Service, sondern, also das unterstelle ich jetzt mal den ganzen Fans von euch, sondern die würden es lieben, euch endlich mal zu sehen und eure Wolle nicht nur im Shop zu kaufen, sondern auch mal anfassen zu können und euch nicht anfassen, aber kennenlernen. Ja. Also traut euch. Und das muss ja nicht gleich wie die Kirstin, die dann von der Schweiz bis nach Duisburg fährt, sondern man kann ja um die Ecke anfangen, so wie ich das mache. Und ich werde jetzt auch nicht, also ich habe mir das überlegt, das ist schon sehr anstrengend, ja. Die Vorbereitungen, die Nachbereitungen, wenn man da mittendrin ist. Aber ich habe die anderen hab gedacht, oh Gott, die müssen ein Hotelzimmer buchen, die müssen so weit anreisen, das ist nichts für mich. Das ist nicht, ich bleibe mal lieber hier in der Nähe. Und ansonsten, wenn ich ich weiß es nicht. Also ich bin jedenfalls nicht so, als auf jedem Markt. Nein. Ich bin ja auch nicht so der Reisefuchs. So, jetzt bin ich schon wieder abgeschwiffen, aber jetzt kommt's. Jetzt kommt die Astrid. Ich muss ja immer
die mich kennen, die wissen das. Ich verschenke immer auch gerne mal Wolle. Oder ich bin ja so begeistert von Wolle, von Garnen und von neuen Garnen. Und dann muss ich die kaufen. Dann muss ich da eben mal wieder ein paar Kilo kaufen. Und deswegen sind auch meine Qualitäten haben langsam überhand genommen. Ich habe 3.000.000 Stück, die ich mal immer hier mal, dort mal. So bin ich, ist egal, oder? Ist nicht so schlimm. Nehme ich noch auf, ich muss mal eben gucken. Es zählt weiter. Und dann hatte ich auch Schmusebacke bei Fuß. Ich habe Schmusebacke und dicke Schmusebacke und Schmusebacke bei Fuß, also mit Polyamid. Und dann für Socken. Und dieses Garn ist so geil weich. Also alle Sorten davon. Vor allem die dicke Schmusebacke. Aber dicke Garne wollt ihr nicht. Die verstricke ich alle. So, ich liebe die Kay. Und dann hat sie die gehabt. Astrid, habe ich dir die mitgebracht, als wir uns bei Evelyn in Maschenträume den Stricktreff da getroffen haben? Ich glaube, ja. Habe ich ihr in die Hand gedrückt, sag jetzt hier, du mach mal. Das ist weich und das muss man nicht für Tücher nehmen, kann man auch mal für die Füße. Ich bin ja immer jemand, der sagt, dieses tolle Garn kann man doch, das kann man doch an seine Füße tun. Wieso sind die denn so sträflich? Die Füße sind doch wie Handschuhe oder Schal. Das ist doch, die muss man doch auch lieb haben. Da kann man nicht immer die Stacheldraht dran tun. Und dann habe ich gesagt, so, den musst du tragen. Machst dir Socken draus, ist Sockengarn, fertig. Wozu dann der ganze Plastikscheiß, ne? Boah, ich rede wieder ordinär. Hm? Also Kinder abschalten, Kinder unter 16. Das ist eine Dauerwerbesendung mit Fäkaliensprache. Hm. Vorsicht. Dann hat sie dann still und heimlich, dann hat sie das Garn dann gestrickt und hat ein neues Sockendesign auch gemacht, die Bohai-Socken. Sie hat Bohai-Socken gemacht. Ma, es gibt ja schon diesen tollen Bohai-Pulli. Jetzt hat sie auch noch Bohai-Socken gemacht. Und das fand ich ja schon irre. Hat sie das verstrickt und dann habe ich gesagt, du musst die tragen. Und was soll ich sagen? Dann kam ihr ein Päckchen an. Ich sage, was habe ich denn jetzt schon wieder bestellt? Das war von Astrid. Astrid! Das ist jetzt auch schon wieder ewig her. Ich habe mich schon bedankt, ja, aber nicht öffentlich. Nicht in aller Öffentlichkeit, weil ich ja kein Video mehr gemacht habe. Und es kam das an. Ich habe das Paket ausgemacht. Und dann kam das an. Jetzt gucken wir, dass es nicht so spiegelt. Die hat tatsächlich diese Bohai-Socken, hatte die Spiegelung. Ah! Naja, das wird nicht gut hinhauen. So. Hat sie eingerahmt. Sie hat es eingerahmt. Und die sind toll, die Socken. Die haben so ein doppeltes Bündchen, so ein Bündchen, was so ein Klapp. Also, und dann das Muster und ach ja. Und dann in meinen berühmten Schlammfarben. Und da steht drin, denk an deine Worte. Das heißt, ich darf die jetzt nicht in der Vitrine lassen. Ich darf sie nicht eingerahmt lassen. Sondern ich muss sie da rausnehmen. Und ich muss sie tragen. Sie hat sie nämlich in meiner Größe gestrickt. 43, jetzt für alle. 43. Ich meine, ich liebe meine großen Füße. Ich habe da kein Problem mit. Andere sagen, oh, du hast aber große Füße. Schämst du dich nicht? Nein. Das Einzige, was ätzend ist, dass die Schuhindustrie bei 43 immer noch an Herrenschuhe denkt. Also die Auswahl, es hat sich gebessert. Aber als ich jung und knusprig war, aber ich glaube, das Thema hatte ich schon mal. Ich glaube, ich nehme es noch mal mit in diesen Zustand nach Düsseldorf zum Wollfestival. Da bin ich nämlich auch dabei. Ist das nicht der Hammer? Deswegen ist das schön, dass ich so viel Garn gefärbt habe. Da brauche ich jetzt nicht mehr so viel Gas geben. Ich habe schon einiges. Aber das erzähle ich nachher. Und da kann ich, der Stand ist auch größer als der, den ich hatte in Baiki geholt. Und dann kann ich sowas auch ausstellen. Und danach ziehe ich es an, Astrid. Ich sage nochmal Danke. Also da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut. Es kam auch unerwartet. Plötzlich und unerwartet war ich Besitzerin von eingerahmten Socken. Unglaublich, ne? Und wenn wir schon bei Astrid sind, ich habe ja ein paar Objekte, die hier im Verborgenen schlummern. Weil ich die immer mal zwischendurch wieder rannehme und dann will ich aber einen Teststrick, was ist das denn, wieso ist das so schwer, dann will ich einen Teststrick machen und dann wird das wieder beiseite gelegt, dann denke ich, ich will aber wieder was von Astrid stricken und ich stricke was von Astrid, das ist,
Das weiß man, totaler. Man sieht nichts. Nein. Kapuze. Ich trinke Strickjacke mit Kapuze. Und ich habe den totalen Fehler am Anfang gemacht. Astrid beschreibt das alles so toll. Sie sagt, nimm bitte am Anfang, da fängt es mit der Kapuze an, nimm bitte, also man kann es nicht sehen. Ist doch egal, oder? Ist das egal? Ja. Ist egal. Kann ich nicht zeigen. Da ist hinten auch noch so ein schönes Muster drin. Wie kann man denn eine Kapuze zeigen? Ach, ihr könnt das einfach so machen. So, da könnt ihr euch schon mal Vorstellungen machen, das wird die Kapuze. Ja, und die richtet sich da dran, die Kapuze. Bei Astrid wird ja alles auf den Leib geschneidert. Was für ein Kopfumfang du hast oder wie dick du bist oder wie dünn du bist. Und dann nimmst du so und so viele Maschen auf, damit das alles hinkommt. Weil du strickst das alles in einem. Super. Dann steht er ganz dick, eigentlich quasi fett, in glühenden Leuchtbuchstaben. Zähl die Maschen und denk dran, nimm sie doppelt auf. Also ne, du 40 da, also auf die besondere Anschlag, 40 auf der einen Nadel, 40 auf der anderen. Klaro! Mhm. 20 auf der einen, 20 auf der anderen. Oder so. Ich habe ebenfalls total, ne, habe das gelesen, habe das verstanden, dachte ich, habe aber dann genau anders gemacht. Dann habe ich mich schon gewundert. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dämlich ich war. Ich habe gedacht, boah, das ist mal eine kleine Kapuze. Vielleicht, weißt du, ihr seht die Kapuze. Das ist echt breit. Und die andere war nur halb so groß dadurch, dass ich eben den Fehler begangen habe. Die war dann nur so. Und dann hast du die, ne, hier hinten so ein Stückchen ganz süß auf dem Köpfchen. Und dann, so klein. Und dachte ich mir, ja, vielleicht wird das ja noch ein Trick. Ne, so. Und dann wird die dann so größer durch irgendwelche Zunahmen. Nein, und ich habe es echt bis hierhin gestrickt und dann war auch der Rücken so schmal. Ja klar, das war dann für eine Größe, eine Babygröße, eine 176 oder so. Gott, oder eine Teenie-Größe, noch nicht mal. Und dann habe ich sogar da in die Gruppe geschrieben, so, ey, hör mal, ich habe da, wann fange ich denn an, den Rücken ab? Ja, wenn du breit genug, dann habe ich gedacht, den Rücken, der wird nie breit genug. Und dann habe ich die Astrid auch noch genervt mit Fragen, bis mir dann irgendwann sie den Details einfällt, wohl der Fehler lag. Sorry nochmal dafür. Gestrickt, ich stricke das aus Fremdwolle. Aber nicht wirklich Fremdwolle. Ach, ich muss ja auch diese Anleitung zeigen. Fred. Das ist Fred, den ich stricke. Fred ist dänisch und bedeutet Ruhe und Frieden. Das passt eigentlich ganz gut im Moment. Ich habe den aber vorm Krieg angefangen. Boah, wie sich das anhört, ne? Mann. Deswegen habe ich auch zum Beispiel, ich hätte gerne zwischendurch noch auf, aber dann habe ich gesagt, lass es sein. Du erzählst nur, das geht nicht. Also ich erzähle ja auch nichts weiter drüber. So, also. Fred, ist da irgendwas? Nein, hier sind keine. Ich würde nicht, das ist Fred, das kann man nicht gut sehen. Mist, ja. Aber ich stricke weiter an Fred und die Wolle. Also Fred von Robato Designs. Und das Garn ist von John Arben. Und zwar habe ich da als ganz normaler Kunde auch, ich bin ja da Mill-Member, bevor ich angefangen habe, seine Wolle zu färben, war ich einfach Mill-Member, weil ich das, so, weil das ganze Unternehmen so toll finde. Und dann haben die eben so eine Wolle auf einer dicken Berta, nenne ich die mal, so eine besondere Maschine gesponnen. Da wurde immer wieder ein anderer Faden, eine andere Farbe reingelegt und dann gab es dann so ein völlig verrücktes Zeug, was man dann sich schnappen konnte. Ich habe dann echt vor dem Rechner gesessen und alles, was ich im Körbchen hatte, flog wieder raus. Ich konnte, also das, was ich haben wollte, habe ich gar nicht gekriegt. Aber das sind dann seht ihr, das so schön melierte, muss ich hier sagen. Und die fäde ich jetzt da einfach in diesen Pulli rein. Und das Garn ist der Hammer. Das ist einfach unglaublich. Es gab sie auch in verschiedenen Dicken. Und was stand denn da drauf, was das ist? Die haben dann auch so einen Namen, haben die denen gegeben. British Wools. Also Blueface Leicester, Exmoor Blueface, Wensleydale, Romney, Devon Closewool und Swartle sind alles durcheinander. Und also 233 Meter habe ich dann immer geschnappt. 100 Gramm. Ich denke mir, das reicht. Und ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Wenn das dann endlich mal fertig wird. Astrid, ich habe dann eine Kapuze. Nee, ein Hoodie. Nee, ist kein Hoodie. Aber sowas hat von dir. Und ich mache da weiter dran. Und die Wolle fühlt sich schon geil an. Das ist eben, ja,
Das ist Spinnkunst. Ach ja, schöner Maschenmarkierer ist auch drin. Ah, Maschenmarkierer. Ich habe ja von Quickstrick was gekauft, kein Garn. Hätte ich mal machen sollen, ne? Ach, aber man ist auch so eigentlich völlig geflasht da. Ich hätte viele, viele Stränge kaufen können. Aber ich habe mir dann, ich dachte, ach komm, wie eine kleine Erinnerung. Kleine Erinnerung. Da war gerade mal irgendwie, ich glaube, da war noch kein, nicht öffentlich für den Publikumsverkehr, habe ich mir, sie hat von einer, die in ihrem, da, die dreckigen Fingernägel, die ist, glaube ich, das ist eine Goldschmiedin, die mit ihr zusammen da in diesem Künstleratelierhaus auch ist, die da auch ein Atelier hat anscheinend oder eine Werkstatt. Und die hatte für sie Maschenmarkierer gemacht. Da habe ich gesagt, ja, das kann ich mitnehmen. So, das gab es weg. Ich glaube, die gibt es auch bei ihrem Laden. Müsste es. Dann müssen wir mal gucken. Müsst ihr mal auf ihre Homepage gucken. So, Astrid, ich bin fleißig. Und nochmal danke für die Socken. Ach ja, und Schmusebacke. Habe ich doch gerade mal in den Kisten noch gekramt. Da waren noch welche übrig. Aber ich hatte auch so viel Zeug da, aber die Leute konnten das alles gar nicht... ich glaube, ich habe schon wieder gegen mein Mikro gehauen gerade. Die Leute konnten das alles gar nicht einzeln kapieren. Ich muss auch mal Schildchen, es war kein Platz für Schildchen. Man findet die einzelnen Qualitäten dann auch gar nicht. Dann verhaspeln sich hier diese Schilder. Und, also das ist die legendäre Schmusebacke bei Fuß. Das Garn ist der Hammer. Es ist dünn. Es wiegt 425 Meter, 100 Gramm und extrem weich. Und ich weiß nicht, vielleicht werde ich diese... nicht in der Vitrine mitnehmen, damit man die auch mal anfassen kann, die Socke. Aber dann krabbeln so viele Leute meine Socke an. Mal gucken, mal gucken. So, fertig. Astrid, Astrid, Astrid. Dann hatte ich ja so viele Teststricks gemacht von der, also ich fühlte mich schon wie die Teststrickkönigin von der Caitlin Hunter. Boyland Knitworks, ach, ich weiß gar nicht, wie das heißt jetzt. Und ne, war schon so, ja, Queen of Teststricks. Und dann beim nächsten Teststrick, den ich dringend mitmachen wollte, bei diesem tollen Reliefmuster, nö. Danach der Teststrick, nicht mit, wir möchten gar nicht, dass irgendwelche Leute, die auch handfärben, das wäre jetzt eine Kooperation, nee, nicht. Ich so, scheiße. Ja, und dann... habe ich gedacht, dann ist es so, dann ist jetzt deine Karriere als Teststricker, wer weiß, was es gut ist, beendet. Ja, man ist ja dann noch ein bisschen, ne, so beleidigt, nicht gerade, aber denkst du, oh Mann. Und dann habe ich ganz durch Zufall habe ich bei Instagram gesehen, dass die Isabel Krämer Teststricker sucht. Dann habe ich gesagt, so, das mache ich jetzt. Ich probiere das einfach mal. Obwohl, da habe ich schon mal versucht, schon länger her. Und da habe ich gedacht, das schaffst du nie. Ich war auch gar nicht sauer, dass ich nicht genommen worden bin, weil... Ja. Und auf einmal, zack, ich bin dabei. Und das war noch das Schöne, dass das, dieser Sweater heißt Ayami Sweater. Und es gibt ja eine Handfärberin, die heißt Aya Fibers. Und die, genau, das müsste doch hier irgendwo draufstehen. Müsste doch hier sein, dass ich Aya Fibers, genau. Und mit der habe ich seit kurzem Kontakt über Instagram. Die hat total nett geschrieben, wie dann mein erstes Wollfest war, wie ich das empfunden habe. Und sie würde sich auch nicht trauen oder hätte auch so ein bisschen, oh, dass es nicht professionell genug ist und oh, das ist alles über... Ne? Einfach trauen. Ich sage auch an dich, einfach machen. Was soll da schief gehen? Und du musst ja nicht gleich nach Timbuktu reisen und dich in Unkosten stürzen, sondern fang klein an. Dieses, auch wenn dein Unternehmen schon größer ist, aber du kannst ja bei sowas einfach klein anfangen. Was soll's, ne? Da vergibt man sich ja nichts. Man muss nicht so super professionell sein. Das kann wachsen, also langsam und gut wachsen, finde ich immer schöner. Und wie gesagt, auch bei dir, die Leute werden weinen, wenn sie dich endlich mal live und in Farbe sehen und auch deine Wolle in Ruhe aussuchen können. Es ist was ganz anderes als im Internet. Jedenfalls hatte die Isabel Krämer mit Garn von ihr gestrickt, und zwar einem auch DK-Garn. Das ist ja jetzt voll im Trend. Deswegen habe ich mich ja gewundert, dass keiner mal ein DK haben wollte. Mann!
Das heißt, looks worsted. Also ich finde es dann, ja, das ist ja, ich nenne bei 225 nenne ich das immer noch DK, aber es ist doch auf der Kippe. Ist auch egal, dickeres Garn. 225 Meter, 100 Gramm. Und ich glaube, bei ihr ist es, ich weiß gar nicht, was da drin ist, looks worsted. Was könnte Merino? Das habe ich jetzt leider nicht am Schirm. Ich habe aber gesagt, ey, das ist doch genau mal richtig. Da kann ich doch ein neues Garn von mir ausprobieren. Und habe mich da quasi beworben und die haben mich genommen. Also die hat mich, die Isabel Krämer. Und das habe ich, ich habe mich dann einfach getraut. Well. Er ist übrigens auch vor dem Krieg entstanden. Also das war jetzt Zufall. Also diese Färbung, nicht, dass ihr denkt, hier ich mache jetzt hier so einen Mist. Nee, nee. Blau-gelb, ja. Aber das ist er. Ich wollte ein Garn von mir ausprobieren. Wo habe ich das hier noch liegen? Dass ich keinen Scheiß erzähle. Hier, ja, genau. Dicker alter Malwiner. Das kam von der Lauflänge sehr gut hin. 225 Meter, ne, Treffer. Wo ist das ganze Ding? Wo ist jetzt hier die Anleitung? Ja, ne? Und das ist auch ein Falkland Merino, die ist irgendwie ein bisschen anders. Die ist nicht ganz so schwer wie ein Merino, aber doch schwer, ja gut. Pullis in meiner Größe sind immer schwer. Aber ich fand es einfach gut zum Probieren und sie hat sich toll verhalten, ihr seht es. Ne? Und der Pulli ist klasse. Der passt mir unheimlich gut. Ich habe ein Foto gemacht mit Selbstauslöser von mir selber. Hervorragend. Und ich habe das richtig gut gestrickt. Das ist, also, die Wolle verstrickt sich gut. Ich habe ja immer Probleme, weil ich die linken Maschen anders stricke. Da sind meine Rückreihen so schlecht. Das sieht man auch immer, wenn ich verkürzte Reihen mache. Das ist dann ein bisschen anders. Ich merke, dass so ein bisschen die zum Pillen neigt, in den, aber nur ein bisschen, in diesem Bereich, wo die Zöpfe oder diese Scheins und diese ganzen Ähren und diese, das war übrigens nicht so schwer zu stricken, wie es aussieht. Ne? Ich bin nicht die Zopfstrickerin. Ich tue mich echt schwer. Und ich war dann, sagen wir mal so, auch froh, dass es nicht so, die Zöpfe nicht über die Arme und so. Und ich habe mich auch nicht verstrickt, glaube ich. Ich habe alles ordentlich rumgedreht. Das ist auch, da sind also ein paar, das ist schön. Also das hat richtig Spaß gemacht. Wenn jemand einen tollen Pulli stricken möchte, jetzt, kannst du auch super aus dünnem Leinenzeug, oder? Naja, muss man umrechnen. Nee. Guck mal, ich fuck. Ja, es ist Holzboden hier, Holzplattenboden. Das heißt, wenn ich nicht nur, Moment mal, ich mach mal nur aufs Knie. Ah. Merkt ihr das? Okay. Nur aufs Knie hauen. Also, Empfehlung, wer Worsted Garn hat, also wer DK Garn hat, und das haben viele auch im Angebot und ich auch, und ich würde mir den gerne auch nochmal aus einem mit Merino und Kaschmir stricken. Aber ach, ich mag diese Farbe so sehr. Ich muss mal eben nochmal. Die Färbung ist klasse, das leuchtet sehr schön und Hilfe. Und dann gibt es noch solche kleinen Farbkleckser drin und das macht das Ganze lebendig. Ah, schön. Und richtig gut, schmusig, ganz schmusig. Also dieser alter, dicker alter Malwiner, totale Empfehlung von mir. So, zweiter Pulli fertig. Ich hoffe, ich habe nicht das mit Mikro jetzt. Sorry, wenn ich das gleich angucke, dann ärgere ich mich zu Tode, weil ich ständig aufs Mikro gehauen habe. Und oh, ihr werdet mich hassen. Ach, egal, ich mache das jetzt. Prost. Die nächsten Sachen zum Zeigen. Ja, da wäre, das haben wir. Dann kommen wir vielleicht einfach zur Astrid Nummer 3. Wir hatten jetzt ja schon Astrid M, dann hatten wir Astrid auch M, merke ich gerade. Astrid Müller, nicht nur mit M, Rubato Designs. Und jetzt kommen wir zu Astrid Bodolina. Mit der Astrid Bodolina kennt mich noch nicht so lange wie die Astrid Müller. Aber irgendwie ist über die Jahre, kann ich sagen, eine richtige Freundschaft entstanden. Wir senden uns sehr viele WhatsApp-Sprachnachrichten und das ist, macht richtig Laune. Und man lernt sich, oder wir beide lernen uns eigentlich ganz vorsichtig kennen und
gesehen habe ich sie auf Wollfesten schon. In Düsseldorf habe ich sie, also ich als Kundin, habe sie gesehen, aber ich kannte sie ja damals noch nicht. Und dann hat sie mich mal besucht im, boah Astrid, wann war das? Letzten Sommer? Boah, ich weiß es gar nicht mehr. Das war so schön, das war, da war ja auch noch der Thorsten dann da und Marco und die Steffi von Steffis Nadelgeklapper. Die waren dann auch noch da. Es war viel zu kurz, es war viel zu intensiv. Und da haben wir damals schon gedacht, wir müssen uns dringend im Auge behalten, Kontakt halten. Und ja, man hat schon gemerkt, so, ne, das funkt. Und ihr kennt hier alle die Astrid. Ihr kennt ihre Taschen. Ihr habt auch gemerkt, ich mag sie, die Taschen, nicht nur die Frau, sondern auch die Taschen sehr gerne, sehr gut leiden. Hab auch schon eine immense Sammlung. Und dann kam ja diese Idee mit dem Färben von Filz und Friends Etuis. Da hat die Astrid ja sowas Tolles gemacht, hat mit den Handfärbern eine Kooperation gemacht und hatte mich wohl auch zwischendurch mal angesprochen. Ich so, ach nee, traue ich mich nicht, kann ich nicht. Aber wer weiß, dann mache ich alles falsch. Also, und habe gedacht, lass das mal die Profis machen, die richtig gut färben können, die sich auch mit ihrem, ne, ich bin ja mehr so die, ja, ich gehe immer so spielerisch da dran. Und dann denke ich mir, ach, wenn ich dann für eine Sache färben soll, dann habe ich immer Angst, dass das dann nicht gut ist oder nicht in die Hose geht, dann trotten, völlig unbegründet alles. Aber die Selbstzweifel, kennt ihr, das hat man dann einfach. Das ist auch gut, das hält dann immer wieder auf dem Teppich. Und dann kamen so die ersten Filzsachen raus, die sie da mit den anderen, die Filze, die bei ihr ankamen. Das war so, die haben dann, man hat die Filze von ihr bekommen, man hat den Filz erworben, dann hat man den gefärbt, dann hat man ihn zurückgeschickt und hat dann fürs Taschennähen wieder noch einen kleinen Betrag bezahlt, dass man also so eigentlich auch immer auf der guten Seite war. Es war tolle, tolle Kooperation. Ich habe dann nämlich auch mitgemacht. Nachdem ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh, das will ich auch machen. Das ist schön. Das ist Quatsch, dass ich mich das nicht traue. Und warum soll ich ja nicht einfach mitmachen? Und weil ich ja zum Beispiel auch, ich bin ja eine Künstlerin und verkaufe nur meine handgemachten Sachen und nicht fremde Sachen. Und da habe ich dann gedacht, stimmt, ich kann das ja auch wiederum mit gutem Gewissen verkaufen, weil ich ja den Filz gefärbt habe. Das ist ja nicht, dass ich hier dann Händlerin bin. Und ich habe auch die Sachen lieb gewonnen. Ich habe nämlich zum Beispiel von Astrid habe ich das gekriegt. Das hat die Astrid selber gefärbt. In ihrem Topf. Ich glaube, ich in der Küche weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja, ne? Ja, und dann habe ich auch diese kleinen gefärbt und die sind ja auch wunderschön geworden zum Teil. Manchmal habe ich gedacht, oh, ne? Aber eigentlich sind sie alle schön geworden. Für jeden war was dabei. Und dann habe ich gedacht, also ich muss auch jetzt Innenteil zeigen, das macht sie nämlich auch so schön. Ne, dieser Filz, den man färbt, den die Handfärber gefärbt haben, hat sie erstmal was draus richtig gemacht, weil dann hat sie, das kann man vielleicht hier ganz gut sehen, passenden Filz von ihr, also der Filz war ja weiß, und dann hat sie farblich passenden immer dazu gemacht und diese ganzen, das Innenleben gestaltet, also richtig schön. Und man sieht auch, es gibt so viele Ansichtsseiten, ne? Ist klar. Ja, jedenfalls habe ich dann gesagt, gut, die Kleinen, das war ja wie so ein kleines Vorspiel. Ich würde gerne auch große Lappen färben. Ja, dann hat sie mir etwas größere zugeschnitten. Dann sagt sie, was passt denn in deinen Hexenkessel da rein? Ich sage, ja, komm, lass mal, mach mal. Und das passte hervorragend rein. Und dann war ich so übermütig, habe gesagt, ich kann auch größere. Und jetzt sind größere unterwegs. Ich hoffe, größere. Und da habe ich einfach gesagt, komm, hab keine Angst, mach einfach. Ne? Geh an die Sache so ran, wie an deine Bilder auch. Probier aus und hab keine Sorge. Und wenn mal was daneben geht, dann hast du was gelernt. Und das ist okay, ne? Das gehört dazu. Aber nicht so ängstlich und vorsichtig sein. Ne? Und da sind so geile Sachen rausgekommen. Ich bin auch rausgekommen aus meinem, ich dachte, okay, wir machen jetzt mal was anderes. Wir machen nicht immer dunkelbunt, wie ich dann hier mal gemacht habe, sondern wir machen auch mal Gas geben. Und
Die hatte ich, das war so toll. Ich habe einfach die für sie gefärbt und habe gesagt, komm, mach was draus. Ich wollte das auch ausprobieren. Das geht gar nicht so bei mir auch ums Geld verdienen, nee. Und bei Astrid ja auch nicht, sonst hätte die diese Kooperation auch nicht angefangen. Das ist, eigentlich ist das für alle nur ein Win-Win und richtig verdienen tut da keiner so wirklich jetzt so monstermäßig dran. Also das müsst ihr gar nicht denken. Das ist ja echt ein unheimliches Hin und Her und die ganzen Taschen nähen, alleine schon Taschen nähen. Färben, das ist ja eine Sache, aber die ganze Näherei noch, Wahnsinn. Und sie hat zum Beispiel bei den Taschen auch, hat sie gesagt, ich nehme nicht mein normales Schrägband für die Außenseite, sondern sie hat probiert auch mal den Filz als Schräg. Und das ist noch mehr Arbeit, aber sieht toll aus. Ne? Innen drin ist dann passendes Schrägband für diesen Reißverschluss, aber außen hat sie das mal ausprobiert und das ist sehr schön. Sie hat es geschafft und hat mir Taschen mitgegeben für Kiel geholt, die ich verkaufen durfte. Da, und ich hatte die ja gepostet und alle haben gesagt, ah, bitte leg mal zurück. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Das finde ich doof, weil ich versprochen habe, ich nehme die mit nach Kiel geholt. Und die Leute waren auch echt happy. Da sind welche gekommen, haben gesagt, ne, die wollten die für eine Freundin kaufen und so. Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe. Und die haben auch genau ihre Tasche bekommen. Und ich sag's euch, die beiden sind übrig geblieben, weil ich... Die waren auf einmal, ich dachte, oh, haben wir alle Taschen verkauft? Nein, irgendjemand hat gesagt, die haben wir jetzt erst nochmal weggetan, weil wir wollten ja noch was für später haben, Taschen. Und da habe ich gesagt, ah, super. Aber auf der anderen Seite ist gut, dann kann ich euch die zeigen. Die beiden sind noch da. Ich überlege, ob ich die in den Shop tun soll. Ich weiß es nicht. Da war auch so eine grüne, die hatte die Astrid in ihrem Video, das ich gestern geguckt habe, in ihrem neuesten YouTube-Video. Ja, hatte sie das, übrigens, das war toll, Astrid, das war so toll, habe ich aber schon gesagt, ne, mach mit dem Couch und diesen Overall, den du anhat, ich habe erst gedacht, das ist eine Bluse, aber ich habe gehört, das ist ein Overall, ich muss 100 Kilo abnehmen, ich möchte auch so ein Overall. Die gibt es aber nicht in meiner Größe. Was wollte ich jetzt sagen? Boah, habe ich wieder einen Faden verloren. Ich war noch bei den Taschen, ich musste Astrid loben, ich weiß nicht, ob ich die in den Shop stellen soll. Gott, das ist allzu viel. Ist zu viel, an was ich denken muss. Und dann komme ich wieder Hölzken, Stöcksken. Also, die tue ich vielleicht in den Shop. Ja. Ach so, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich. Oh Gott sei Dank, mein Gehirn funktioniert noch. Und sie hatte dann auf ihrer Couch im Hintergrund so einen mit Grün und auch Rosa. Und das Ding sieht auch so toll aus. Also, wenn die da Taschen macht, dann müsst ihr zuschlagen. Das ist, aber ich weiß gar nicht, ob sie die abgibt. Sie wollte sich den Filz ja eigentlich an der Wand nageln. Auch eine gute Idee. Dazu fällt mir noch ein, mit im Päckchen kam von der ersten Aktion, ach nee, war das jetzt auch da drauf? Nein, ne? Das waren noch die schmaleren Lappen, da hatte sie dann auch Taschen draus gemacht. Die habe ich geschenkt gekriegt, die habe ich geschenkt. Ich dachte, sie hätte sie mir, damit ich die, nein, meine. Ist das nicht irre, das Ding? Guck doch mal da, was sie daraus gemacht hat dann. Sie nimmt das so toll auf. Also es ist so, Astrid ist nicht nur einfach jemand, der Taschen zusammennäht, sondern sie guckt sich ganz genau an und muss auch Entscheidungen treffen. Ne? Wie sieht das Innenleben aus? Welche Seite nehme ich hinten, welche vorne, welches außen, welches oben, welches... Ne? Hier kannst du fast eine Landschaft erkennen. Das ist doch ein Traum, oder? Und innen drin dann, was nehme ich für einen Filz? Und guckt euch das mal an. Sie hat dann da rausgesucht so ein... Schlamm, das ist nämlich, genau, das war die Färbung, wie nannte ich die Prinzessin, die in den Kuhfladen gefallen ist. Also du hast eben dieses Rosa und dann hast du hier dieses, das war auch auf demselben Lappen drauf, so ein braun, schwarz, kackbraun, aber dann nimmt sie da, kombiniert sie das so toll mit diesem leuchtenden, was ist das, Magenta-Rosa-Pinkton. Ja. Das ist Kunstnähen. Kunstfärben, Kunstnähen, das ist doch toll. Und die Taschen sind teurer. Natürlich teurer. Das sage ich jetzt auch. Ich habe auch mal gesagt, ey, verkauf die nicht so preiswert, bist du irre. Wie viel Arbeit dahinter steckt. Weil sie überlegt ja auch bei jeder Tasche, was nehme ich für. Das wird nicht so zack, zack, zack einfach genäht, sondern die muss ich die genau angucken, Entscheidungen treffen, Farben auswählen. Da sind viele kreative Prozesse auch im Gang. Und auch dann, dass ich das gefärbt habe, ich mache ja auch nicht einfach nur Deckel auf, ne, und gieße da auf, Filz tot, sondern ich überlege mir ja auch was und ich experimentiere.
Und dann schicke ich das wieder zurück. Das ist ja ein totales Hin und Her. Also Astrid hat das auch schon in ihrem Video erklärt, aber ich finde, man kann es nicht oft genug betonen. Es ist kein Massenprodukt, es ist eine limitierte, es sind Einzelstücke, limitierte Auflage. Immer. Und wer weiß, wie lange ich das noch mache oder wie lange auch Astrid noch Lust hat, das zu machen. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, solche Sachen zu kriegen, nehmt ihr euch. Das ist ein Sammlerstück. So, so sehe ich das. Ich komme aber auch eben aus einer ganz anderen Ecke, wo ich denke, das ist, sowas ist auch Kunst. Ne? Da braucht man gar nicht drüber diskutieren. Das ist Kunst, die man, ja, man sagt ja immer diesen Unterschied, Kunst, Handwerk, angewandte Kunst und Kunst, freie Kunst, aber die Übergänge sind fließend, finde ich schon. Ja, und wie war das, der Spruch? Vor dem, nach dem Wollfest ist vor dem Wollfest. Ich bin dabei in Düsseldorf, Heimspiel, wie gesagt, mit einem großen Stand. Und wir haben Daniela angebettelt. Das haben wir schon beschlossen, eigentlich letztes Jahr, das total, also haben wir so wie eine Vision gehabt, wie schön das wäre, wenn wir beide so einen klasse Stand zusammen hätten, wo einfach auch gute Laune ist. Und als dann jetzt endlich, letztes Jahr war ja gar nicht klar, wann mal wieder sowas stattfindet. Und als es jetzt endlich klar war, dass es stattfindet und dass wir beide dabei sind, haben wir Daniela angebettelt, bitte, 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 wir möchten gerne einen Stand nebeneinander haben. Dann machen wir nämlich keine Grenze rein, sondern ja, es wird offen sein, wir helfen uns gegenseitig. Und das Helferlein, was vorgesehen war, war ja Helmis Farbexplosion. Der wollte eigentlich der Astrid helfen, hat er gesagt, damit er auch in Duisburg, also der war in Duisburg dabei und hatte wohl mit ihr besprochen, also ich hoffe, ich erzähle da keinen Quatsch, aber dass er dann gerne auch helfen will, würde er einfach gerne am Stand helfen, weil die Atmosphäre ist ja eben auch so klasse. Und jetzt geht das aber nicht, weil er selbst einen Stand hat in Düsseldorf, da freue ich mich sehr für ihn. Und der Helmi wohnt ja hier auch, der Helmi wohnt in Düsseldorf-Benrath, hat er mir gesagt. Helmi und sein Mann. Und die, das ist ganz in der Nähe von uns. Und der muss mich dringend mal besuchen. In meinem Garten. Ein Schokuchen in meinem Garten. Ne? Helmi, falls du das guckst. Liebe Grüße an deinen Mann. War schön, dich auch mal auf Augenhöhe kennengelernt zu haben. Nicht nur immer von Weitem als Aussteller, sondern als Teammitglied. Also, dass ich auch Aussteller bin. Ah, das war schön. Und nochmal danke, ne? Weiß ja. Jedenfalls habe ich dann zu Astrid gesagt, wir machen einen tollen Stand und wir dürfen jetzt nebeneinander, es gibt keine Mauer dazwischen und wir sechs Mädels, die wir hoffentlich dabei im Stand sein werden, rocken Astrids Stand auch noch. Ne? Kann die Astrid mal Pipi machen gehen? Ja. Ach, ich könnte noch so viel erzählen. Und eigentlich muss ich dringend nach Pfaffenhofen. Nicht nur wegen Astrid, sondern auch wegen Wollmeise und Bayern und überhaupt mal. Und wegen Hugo, ne, Pudel. Gute Besserung an den kleinen Pudel. Ja, so. Jetzt Feierabend mit dem... Nicht mir mal ans Herz drücken. Ich drücke immer alles ans Herz. Ich bin blöd. Jetzt kommt noch eine Astrid. Da sitze ich die ganze Zeit drauf auf der letzten Astrid. Ich habe eine... neue Wollqualität, das habe ich aber, glaube ich, schon gesagt. Habe ich schon gesagt? Ich weiß es nicht, oder auch nicht, ist doch egal. Ich habe ja die ganze Zeit diese die Exmoor von John Arm. Exmoor ist ja dieses Sockengarn, in Anführungsstrichen, was sehr beliebt ist und was ich auch sehr liebe und was ich immer in allen möglichen Farben färbe. Und das Garn ist einfach klasse. Du kannst ja da Pullis draus stricken, aber auch ganz tolle Socken. So Natursocken. Und die Eveline strickt immer so schöne Sachen raus. Und die lobt mich auch immer, die Eveline Maschenträume. Danke nochmal, Eveline. Du hast das Garn auch sehr bekannt gemacht, muss man schon sagen. Aber die es bis jetzt verstrickt haben und so, die sind alle begeistert und mit Recht. Das ist ein tolles Garn und manche legen sich auch so eine schöne Sammlung an, damit man ganz viele Farben hat. Und jetzt gibt es da noch eine andere Qualität, eine dickere Qualität, die eben keinen Nylon-Anteil hat. Die Appledore, ganz neu, die ist dieses Jahr, glaube ich, gelauncht worden. War das dieses Jahr? Boah, es verschwimmen so, die Jahre verschwimmen. Oder letztes Jahr, ich glaube letztes Jahr. Also jedenfalls eine ganz neue Qualität. Er wollte ein Garn machen, dass man eben auch
draußen haben kann. Habe ich das nicht schon im Video erzählt? Doch, in meinem letzten Video habe ich das ja erzählt. Da war, hatte ich das ja ganz neu und war total begeistert. Stimmt, ich hatte es schon vorgestellt und hat, das war ja ganz neu, klar. Und dann war ich auch so begeistert davon, weil sich das so beim Färben schon so aufgepufft hat und eigentlich viel weicher wurde. Also so ein robustes Garn, was weich wird, das finde ich ja immer klasse. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, ich muss was Tolles draus stricken. Oh, wo ist denn jetzt die Anleitung? Warte. Oh, Mama. Ich habe das gehabt. Ich habe es gehabt. Aha. Das ist die. Ja, schon weg, ne? Egal. Das hole ich nach. Das ist jeden. Das kann doch wohl nicht sein. Da. Nee. Eins habe ich jetzt vergessen. Ja, gut. Das ist Astrid. Ist das vielleicht hier oben? Zwischen die Kissen gerutscht? Von der. Oh Mann, ey, Mama. Ich war so gut vorbereitet. Ihr wisst, aber bis jetzt ist nichts schief gegangen. Aber fängt jetzt an. Den hatte ich auch mit bei Kiel geholt. Ist der nicht toll? Der heißt Astrid, ist von einer Japanerin, der Name mir jetzt gerade entfallen ist. Den haben, also die, oh, der Name mir entfallen ist. Ich, mal gucken, ich wiederhole das nochmal. Astrid ohne Mikro. Astrid ohne Mikrogerausche. Der wird eigentlich normalerweise in einem Fingering-Garn gestrickt. Und sehr, es gibt nur eine Größe. Und das Garn ist, eine Größe, eine Einheitsgröße. Und bei Japanerinnen, bei kleinzarten Japanerinnen sieht das immer total klasse aus, wenn das mega oversized ist. Und ich fand den so bezaubert und dachte, ach, warum strickst du den nicht, damit das bei dir auch mega oversized und bezaubernd aussieht in einem dicken Garn? Und warum nimmst du nicht einfach mal Appledore, probierst Appledore aus? Und dann hat mich auch ein bisschen ermutigt eine ganz, ganz liebe Kundin, die Claudia. Liebe Grüße, Claudia. Die hat nämlich nicht sich eine große Portion im Shop hat die sich gekauft und hat da einen ganz tollen Pulli draus gestrickt. Und dann haben wir noch also im Prinzip zusammen so Maschenproben gemacht, weil sie strickt sehr fest und ich stricke sehr locker. Und sie hat sich dann für, ich weiß gar nicht, welche Maschen, welche Nadelstärke entschieden. Ich habe eine 3,5 dann genommen, weil ich echt, ja, ich wollte, aber das Garn darfst du auch nicht so einklemmen. Das ist das, du darfst es nicht einengen. Wer feststrickt, muss immer ein, zwei Nadelstärken höher gehen, weil das muss ich auffluffen können. Wenn du das so brettig strickst, das tut dem gar nicht gut. Und ich habe für mich die richtige Garnstärke gewählt. Am Anfang dachte ich mir, oh, das ist aber unregelmäßig, das gibt sich alles. Und auch mit dem Colorwork hat toll geklappt. Und die Größe ist auch genial. Ich sehe wirklich aus, als hätte ich so ein Zelt an und das ist ein tolles Zelt. Das ist ein richtig stylisches Ding geworden. Die Puffärmel, die sind auch ein bisschen zu lang. Und das ist auch gut. Es muss nämlich immer so aussehen, so, dass du die so hast. Und so. Also ich komme mir dann vor wie so eine Japanerin, ganz, ganz klasse. Nee, es ist ein Kultteil. Man muss Mut haben, sowas zu tragen. Ich habe den aber. Ich ziehe sowas gerne an. Und wer den nicht hat, der sollte sich den trotzdem stricken und zu Hause tragen. Oder der sollte sich einen großen Pulli aus Appledore stricken. Diese Wolle, ja, die Leute sprechen immer so von ehrlichem Garn oder, soll ich sagen, aber das spürst du. Die hat ein ganz eigenes, wie kann man das beschreiben? Auf der, es entwickelt sich ein ganz besonderes Klima um dich herum. Ne? Du mit dem Garn, wenn das so mal warm, mit dir warm geworden ist, im wahrsten Sinne des Wortes, die ist nicht so warm, du kommst nicht ins Schwitzen, die kühlt, ich habe sogar das Gefühl, die kühlt mich. Ne? Und man kann sehr schön Zöpfe stricken. Ich bin ja nicht so der Zopfstricker. Komm mal näher. Ich habe mich auch total schon verstrickt hier. Boah, ich bin schon wieder ganz rot, Leute. Es ist anstrengend. Verzeiht mir das, macht schwarz-weiß bitte. Ihr merkt, ich bin auch aufgeregt. Ne? Ach Gott. Also. Die Zöpfe habe ich mich tausendmal verstrickt und es gibt auch, die Absätze sind gewollt, also dass der Zopf da mal so unterbrochen ist, aber das sieht man nicht, ich bin total stolz, dass ich ihn geschafft habe, der ist riesig, der ist, ich zeige nochmal, ich versuche auch nicht gegen mein Ding zu kloppen, der hat auch nicht irgendwie so figurbetonte Sachen, der steht auch so ein bisschen ab hier, das ist auch alles gewollt und das ist alles schön. Nochmal in Gänze, ich habe verbraucht ziemlich viel Zeug. Ich glaube, insgesamt
sechs Stränge, grau und dann noch die, das ist eine teure Angelegenheit, sich so einzustricken, weil du musst ja von jeder Kontrastfarbe noch einen Strang haben. Eieiei. Aber es lohnt sich, so einen Vorrat anzulegen für andere Colorwork-Dinger, weil das Zeug wird ja nicht schlecht. Und man braucht ja immer nur manchmal 30 Gramm, 40 Gramm. Aber das ist den muss man ja nicht aus Apple durchstricken. Wenn man ein zartes Mädel ist, davon gibt es ja auch ganz viele da draußen, dann kann man sich wirklich auch das mit Fingering machen. Das ist oder ein Shetland-Zeug. Oder, das ist dann aber viel Arbeit. Ne? Ich meine, das war auch viel Arbeit. Und es hat sich gelohnt. Also, Astrid heißt der. Und ich ärgere mich, dass dieses Ding verschwunden ist. Mann, oh! Ich muss mal eben aufstehen. Da hinten liegt... Es liegt da hinten. Ich komme mal gleich wieder. Ihr kennt das. Das Spielchen muss ich einmal machen. Das war alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil jede Designerin hat ihre eigene Sprache, also ihre Anleitungssprache. Und das war da, also hier, jetzt kann ich es mal zeigen. Das ist Junko Okamoto. Und ja, toll. So sieht das aus, wenn sie das anhat. Schön, ne? 13 Seiten irgendwie, dann gibt es diese, ja, ich musste mich total konzentrieren bei diesen Cable Charts und eieiei, aber der lohnt sich, wenn man mal was richtig Außergewöhnliches stricken möchte. Und vielleicht habt ihr auch genug Wolle noch im Stash, um da sowas zu bewältigen, auch noch robustere. Es ist, ich glaube, empfehlenswert, wenn man nicht so ein fließendes Garn nimmt, sondern eins, was ein bisschen mehr steht, das heißt zum Beispiel Shetland-Wolle oder, was haben wir da, die Rerum, Natura. Also so eine Wolle, die so Stand hat und dann steht dieses Ding auch ein bisschen. Dann ist das nicht so um den Körper, sondern dann, das Zelt steht dann. So, Gott sei Dank habe ich mich jetzt getraut, noch aufzustehen. So, die Apple Door kann ich, wenn wir schon bei Apple Door Decay sind, oh, ich muss auch noch. Ich liebe ja John Arben. Das muss ich auch noch sagen. Ich bin dabei bei diesem Müll. Ich durfte denen Wolle schicken. Ich durfte denen von mir handgefärbte Exmo-Sock schicken. Ich bin schier ausgeflippt. Ich war hier so. Die wollen mich, die wollen. Die haben so ein Mill-Open-Dings demnächst irgendwann. Siehst du, ich bin noch völlig unvorbereitet. Also ich werde das auf Instagram noch mal posten, wenn es soweit ist. Da hatten die mich dann angeschrieben, weil ich habe ja schon viel von denen gefärbt und die haben mich auch mal so total gelobt. So, ah, schöne Farben. Und da dachte ich mir, na gut, ja, sind einfach nett, ne? Aber dann wollten sie jetzt zu ihrem Open Mill Wochenende oder zu dieser Veranstaltung, wo auch mal ganz viele Leute kommen, wollten sie auch Handfärber einladen. Also nicht die selber, sondern einfach, dass sie mit ihren Garnen präsent sind. Britische HandfärberInnen und auch ein paar, ganz wenige Handverlesene aus dem Ausland. Ich auch. Total klasse. Also da habe ich mich so gefreut. Ich dachte, das kann nicht wahr sein. Doch, ja, wir wollen nicht. Und dann haben wir das dann so, habe ich das hingekriegt, dann so ein Paket zu packen und auch die Auswahl zu treffen, was kommt hin. Und ich habe denen auch gesagt, ich mache keine Farbe, die ich reproduzieren kann. Bei mir gibt es nur künstlerisch wertvolle Dinge. Das sind Unikate und ich mache nicht 2000 Stränge in einer Farbe. Das kann ich nicht und das will ich auch nicht. Dann mache ich lieber nicht mit, weil das hat ja keinen Zweck. Ne? Nee, alles super und das ist klasse. Wir möchten Buhai. Und am Montag, glaube ich, nach dem Wollfest ist das Paket angekommen. Das fand ich auch noch klasse, ne? So nach diesem Rausch von Kiel geholt, ist das Paket dann bei denen in England angekommen. Und das dauert immer länger. Die müssen das aus dem Zoll auslösen auch. Ich meine, hier ist das auch so, aber da werden die irgendwie angeschrieben. Frag mich nicht, das hat ewig gedauert, fand ich. Ich habe das hier ganz normal bei DHL abgegeben. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich irgendwas besser machen können. Aber egal, es ist angekommen, sie haben sich gefreut, sie haben bei Instagram ein Unboxing gemacht und ich bin fast vor Stolz geplatzt, das könnt ihr euch vorstellen. Die haben mich so gefreut, haben meine Katze gelobt und ich bin dann dabei mit meiner Wolle. Vielleicht schaffe ich es irgendwann in diesem Leben mal zu denen zu fahren, das wäre ganz toll. Die Eva, die mir manchmal hilft, die Eva ist jetzt gerade da, ganz in der Nähe. Tja, die macht Urlaub in England. Ja,
Vielleicht schafft sie es da mal vorbeizufahren, aber ich denke ja nicht. Das ist ja dann von London doch auch immer noch irgendwie 1,5 Stunden oder 2. Aber egal. Vielleicht schaffe ich das ja mal auf diese Insel zu fahren und John Abend zu besuchen. Ich finde diese Crew da so klasse. Ich finde die ganze Philosophie dahinter so toll. Und jetzt, ja, die haben ein neues Garn rausgebracht. Appledore Lace. Viel dünner als DK. Ich glaube, irgendwas mit 500 Meter auf 100 Gramm, 500 noch was. Aber da bin ich jetzt auch schlecht vorbereitet. Und was soll ich sagen? Ich habe einfach hingeschrieben und gesagt, was? Das kommt jetzt? Das ist, glaube ich, erst dieses Wochenende haben sie es offiziell rausgebracht. Und ich habe vorher schon gesagt, ich möchte das haben. Ich möchte gerne ganz viel Kilos haben. Ich weiß gar nicht, wie dieses Garn ist. Ich vertraue denen blind. Es müsste einfach die Daumen drücken, dass das toll ist. Also das ist für alle, die eben nicht die Kay stricken wollen, aber so ein tolles Garn von John Abendmar. Und was eben nicht jetzt so super mega flauschig, fusselig ist, sondern es ist irgendwo dazwischen, zwischen den Welten. Was soll ich sagen? Ich bin völlig schon wieder ein neues Garn. Aber freue ich mich sehr. Da werden auch die eben dünnes Garn gerne stricken, voll auf ihre Kosten kommen. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Völlig plastikfrei, völlig unbehandelt, dann nur von mir gefärbt. Gesponnen von John Abend, von mir wundervoll gefärbt. Wundervoll gesponnen von John Abend und von mir. Ja, da kommen wir dann gleich zu dem Thema, dass ich auch wieder was Neues. Ich hatte gestern Krise. Krise, weil ich nicht wusste, was ich weiter stricke. Ich wollte ein neues Projekt haben. Ich habe nämlich, das fehlte noch. Auf 71, glaube ich. Einer fehlt mir noch. Bevor ich das ansage, was ich gestrickt habe, kommen wir doch zu dem Thema, was ich noch kurz vor Kiel geholt fertig bekommen habe, aber noch nicht die Fäden vernäht und so weiter. Da sind auch noch Maschenmarkierer drin. Ein Ranunculus! Yeah! Ich weiß. Das hat ja jetzt aber echt nichts mit den beiden Mädels zu tun, mit Willow und Kirsten, also mit Marion und Kirstin, boah Mann. Sondern das hatte, Marie hat Schuld, Marie aus Berlin, die sagte, wenn du dein neues Garn ausprobieren möchtest, den dicken Firlefanz, dicker Firlefanz, es ist so weich, ist der Hammer, das ist 10% Leinen, Merino vom Feinsten, das habe ich entdeckt auf der H&H als Garn zum Färben, und dachte, das ist so schön. Das ist auch dick. Das hat 180 Meter, 100 Gramm. Voll fettes Zeug. Aber, das habe ich mir doch auch aufgeschrieben, oder? Wie viel ich da gebraucht habe. Irgendwo habe ich es aufgeschrieben. Ich habe mir da ich brauchte dafür für meinen Ranunculus, ich habe Nadelstärke 6 genommen, ich stricke sehr locker. Ich habe es also auch so gestrickt, dass das richtig locker ist, aber nicht löchrig. Und es ist sommertauglich geworden. Es ist ein Garn, auch alle, die es jetzt in den Händen hatten, die es vielleicht auch bei Kiel geholt gekauft haben, gesagt, das ist ja wirklich irre. Ja, es ist irre. Es ist ein fettes Garn, aber es ist so angenehm, so luftig, so leicht. Ich habe es jetzt eben so tuffig verstrickt und Maria hat gesagt, probier das doch mal aus. Probier doch den Ranunculus aus. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann mache ich das eben. Stricke ich den jetzt eben auch noch, egal ob den alle anderen gestrickt haben. Was soll ich sagen? Ihr müsst den stricken. Ich halte ihn nochmal hoch. Er ist noch nicht gebadet, noch nicht gespannt. Er wird noch viel größer werden. Er passt mir gut. Er sieht toll aus. Ich habe auch die strecke Version genommen mit den Ärmelchen. Also diese, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig rum gemacht habe, aber ich glaube ja. Also halbe Ärmel, so bis über die Problemschlabberzone. Und dann wird das so schräg mit verkürzten Reihen. Ich habe den engen Halsausschnitt genommen. Wow, die Anleitung macht das ganz toll. Also da... Ich habe noch nie so einen Anschlag gemacht mit Maschen und ich bin begeistert. Passt auch hier oben ganz toll. Ich wollte ihn nicht so über die Schultern haben. Ne? Das ist nicht so meins. Ne? Lang genug ist er auch und ich hätte ihn noch länger stricken können. Ich habe 5 Knäule gebraucht. 5 für eine richtig große Größe. Größe 8 habe ich gestrickt. Und Ranunculus, für alle, die das noch nicht wissen sollten, der ist von Midori Rose. Knit Café Midori. Wie komme ich eigentlich auf Rose? Nicht. Das stand da irgendwo mal Hirose. Die Frau, es ist eine Japanerin, die heißt Midori Hirose. Ich weiß gar nicht, ob sie in Japan lebt oder vielleicht in England oder so.
Aber das wissen bestimmt die Kirstin und die Marion. Die machen nämlich einen Karl. Und das Tolle ist, ich sag's euch heute, also vielleicht gucken es die Leute jetzt, also heute sieht es eh keiner mehr, weil ich das gar nicht mehr schaffen werde, es hochzuladen. Aber es bleibt vielleicht noch genug Zeit, damit ihr mitmachen könnt am Vatertag. Christi Himmelfahrt. Machen die um 10 Uhr, fangen die an. Die machen einen Karl, einen Nittelong mit ganz vielen Leuten, die gesagt haben, ja, komm, wir stricken jetzt alle den geilen Ranunculus und jeder mit verschiedensten Garnen. Du kannst es ja auch mit Mohair stricken und Zehnernadeln. Dann hast du eben so ein Löcherteil. Das geht genauso wie dickes Garn, habt ihr ja gesehen, dass man auch, also dann weiten Halsausschnitt, engen Halsausschnitt, cropped bis knapp über dem Busen, kurze Ärmel, lange Ärmel, Mantel, was weiß ich. Ich glaube, das ist das Geheimnis dieser Anleitung, dass die Stricker so frei sind, dass sie die so frei interpretieren können. Und jedenfalls haben die beiden überlegt, dass sie das stricken, dass sie das miteinander stricken, mit allen anderen auch, die mitmachen wollen. Und dann gibt es einen Live-Anstrick am Vatertag. Frohen Leichnam. Heißt das Frohen Leichnam? Christi Himmelfahrt. Frohen Leichnam war ja schon. Also ihr merkt, ich bin ja nicht so fest, feiertagsfest. Und das ist um 10 Uhr morgens, ist ja auch sportlich, ne? Und dann wird angestrickt. Und ich denke mir, alle, die sich jetzt auch nicht trauen, ist eine englische Anleitung, aber da wird dir geholfen, ja. Weil die beiden, Kirstin und Marion, sind sehr engagiert und die nehmen sich Zeit für alle. Und die schaffen, ich denke mir, da selbst wer überhaupt kein Englisch kann, kommt da irgendwie durch. Und diese Community ist auch klasse, die helfen sich gegenseitig. Und ich wünsche allen, die damit machen, viel Spaß. Und die, die es noch nicht wissen, guckt da rein. Ich glaube, es wird jetzt bei Instagram, kannst du das sehen. Da zählt schon die Zeit runter. Also bei Willow 01, auch hier bei YouTube und auch bei Quickstrick, bei Instagram, bei YouTube. Könnt ihr da reingucken und dann kriegt ihr alles erklärt und was das bedeutet, wenn man da mitmacht. Nichts Schlimmes, einfach in dieser Gemeinschaft dieses Strickerlebnis zu erleben. So, das haben wir ja schon. Deswegen, ich hänge mich da jetzt nicht dran oder so, sondern das war Zufall, aber ich kann auch ein bisschen Werbung machen für diesen Karl. Ne? Also macht da mit, das ist klasse. Und ich habe jetzt meinen Firlefanz ausprobiert und was soll ich sagen, er hat sich hervorragend gehalten. Das ist ein ganz weiches, nettes, freundliches, liebes Garn. Und das bleibt auch bei mir erstmal so. Das ist nicht nur, dass ich es ausprobiere, ich glaube nicht, dass das so ein Schnellschuss wird. Nee, da bestelle ich mir noch was nach. Das ist von einem anderen Händler. Aber das ist immer ein bisschen komplizierter, da dran zu kommen für mich, als das. Aber das ist mir egal. Ich habe das auch in dünner gehabt. Da hat es noch eine etwas andere Zusammensetzung. Da hat es 83 Merino Superwash und 16,7 Leinen. Also eine sehr seltsame Mischung, also wo man denkt, was für eine Zahl. Aber ähnlich versponnen. Und deswegen habe ich sie beide Firlefanz genannt, weil die auch so Firlefanz machen, weil die sind so ein bisschen unregelmäßig. Das Leinen springt dann auch so raus. Aber das ist schön und das ist so toll anzufassen. Das Leinen merkt man gar nicht. Das Leinen macht das nur ein bisschen stumpfer. So ja, mehr. Ne? Das ist also das ist ein sehr schönes Sommergarn. Kann ich euch nur sagen. Vor allem ja auch das Dünne eben. Aber ich mag ja im Moment sehr, für meine Größe ist das auch irgendwie angenehm. Wenn du die K-Garn verstrickst, bist du schneller fertig. So, das dazu. Es wird sehr lang, Leute. Es wird sehr lang. Ist aber nicht schlimm, oder? Boah, ist das warm. Vielleicht ist das auch, ich bin aufgeregt, aber es ist auch warm. Ich merke, es fängt ja an, so zu braten. So, das allerletzte ist dann nochmal. Aber ich glaube, stehen ist irgendwie cooler, ne? Als immer dieses Sitzen. Dann kann ich mich nicht so bewegen. Dann muss ich mal. Aber ist auch immer was anderes auch schön. Das muss ich mal ein bisschen wegräumen. Mein Anstrick. Also, ich hatte ja gestern, habe ich gesagt, Krise. Was soll ich stricken? Ich werde da ganz hebelig. Ich muss immer irgendwas haben auf den Nadeln. Und die Projekte, die ich euch gezeigt habe, hier in Astro oder so, die ich angefangen habe, die kommen mal zwischendurch, dann wieder, werden die vorgeholt.
Aber ich bin eigentlich so ein Monogamstricker, muss ich sagen. So viele angefangene Sachen kann ich gar nicht haben. Ich konzentriere mich auf eins und dann stricke ich das weg. Bei Teststricks ist sowieso wichtig. Aber jetzt stand ich da. Was mache ich jetzt? Und ich kann mir auch immer nur Projekte aussuchen tagsüber. Wenn ich die Wolle angucken kann, wenn ich dann abends kann ich die Wolle nicht sehen, dann weiß ich nicht. Ich kann das nicht abends entscheiden. Keine Ahnung, ob ich das auch so geht, aber mir geht es so. Und dann habe ich natürlich 1000 Sachen im Kopf, was ich stricken wollte, hätte haben gestrickt wollen können. 3 Millionen Anleitungen runtergeladen. Ich habe 1000 Bücher und den Überblick dann verloren. Welches war es denn jetzt, was sich total angemacht hat? Dann mussten die alle wieder nochmal durchkramen. Dann hast du nach der 10. Anleitung, merkst du, ach, die paar Wolle passt nicht und dies und das, da hast du schon keinen Bock mehr. Oder denkst, oh, guckst du rein, ach nee, das war doch eine Strickjacke und der muss dann gestickt werden, ach nee, doch nicht sticken heute, ah, ich möchte gar keine Knöpfe. Dann gab es aber ein Buch, was ich die ganze Zeit, wo ich gedacht habe, da muss ich dringend was draus stricken. Das kennt vielleicht auch, kennen viele, ist egal. Das ist aus dem Leine Verlag, das hat, ist von der La Bien Aimée. Diese berühmte Handfärberin aus Paris, die hat ein Garn rausgebracht, auch so ein Worsted, weil, wie nennt sie das auch, Worsted Garn, das heißt, das steht ja immer hier, Mann, steht doch eigentlich da, Cory Worsted by La Bien Aimée, 75 Falkland, Corriedale, Gotland Garn, also das heißt ein robusteres Garn mit einer Lauflänge von 230 Metern. Yes. Und dann dachte ich mir, okay, das wäre doch vielleicht was für meinen. Schon wieder, aber egal, hat ja die Astrid mitgestrickt, aber ich dachte, ich möchte da gerne weiter mitstricken. Das ist auch ein Colorwork-Teil, was ich da stricken möchte. Und warum nicht, ne? Die Lauflänge ist ja sehr ähnlich. Das hat eine Lauflänge von 250, also ist ein bisschen dünner. Aber macht doch nichts, ne? Das werde ich hinkriegen. Da habe ich jetzt einfach eine größere Größe noch genommen. Ich fummel mir das ja zurecht. Und das ist das hier. Die Anleitung heißt Azucena Sweater. Ich weiß nicht, wie das Französisch, Spanisch, keine Ahnung ist. Von Nadja Cretin Lechin, französischen 6, ne? Ist ja egal. Das ist aus diesem Buch Worsted. Und sieht so aus. Und das Teil kann man auch als Strickjacke machen. Dann sieht es so aus. Gut, ne? Aber ich habe dann gedacht, mit den Knöpfen, ich möchte dann doch erstmal einfach nur den Pulli. Und da habe ich jetzt mit angefangen und habe gestern Abend angefangen. Ich war ja froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe. Mein Anstrick. Ja. Und jetzt werden alle wieder aufschreien, denken, was ist Indie gefahren? Färbt rosa Projekttaschen. Aber, wenn man das bei näheren Betrachtung, könnte das auch Prinzessin sein, die in Kuhfladen gefallen ist. Also es gibt so eine Art Vorliebe. Das ist die Hauptfarbe. Oh Mann, ich muss mal eben gucken, dass ich hier nicht mega den Kabelsalat anrichte. Hauptfarbe. Und dann habe ich das als erstes das Rosa verstrickt. Das ist auch immer die Sache, welche Farben nimmt man, also welche Reihenfolge. Ich war da gestern auch nicht mehr so sicher, was ich nehme. Und dann habe ich dieses Orange. Ihr seht, es gibt auch wieder Parallelen zu Astrid, ne? Da war ja auch rosa und orange, aber irgendwie mag ich das im Moment. Und dann kommt noch so ein Blaugrau dazu. So. Tja, ich bin gespannt. So denkt man, naja. Aber denkt immer daran, dass diese Farbe, ist die Hauptfarbe. Ne? Und die anderen machen so ein bisschen Muster oben. Das ganze Teil wird also sehr dunkel. So dunkel, mockergrün. Ich kann so was gar nicht beschreiben. Das ist also mein neues Projekt. Geschafft. Und es gibt noch einen Fail, aber ich glaube, der Thorsten hat ja in seinem Video erwähnt, das schon 3 Videos her, dass er quasi sammelt, sag mir doch mal, wo du am meisten mitgemacht hast beim Stricken oder was so richtig nicht gelungen ist, so groß, so weit.
Da habe ich was. Da habe ich was. Aber angesichts der Tatsache, dass ich gerade platze, oh, ist mir warm. Und dass das jetzt hier schon so lang ist, werde ich mir das aufbewahren fürs nächste Video. Keine Ahnung, wann das kommen wird. War schön, ne? Ich glaube, ich habe jetzt auch wirklich alles andere habe ich. Ich könnte noch stundenlang über meine Gefühle und meine Freude bei Kielgeruht sprechen. Stricken auch. Wir sollten mal zusammen Gefühle stricken. Strick dein Gefühl. Aber man muss jetzt mal zum Schluss kommen. Und ich freue mich einfach darauf, wenn ich das jetzt im August beim Wollfestival nochmal haben kann. Das ist wie eine Droge, ich sag's euch. Und auch die Besucher sind ja auch völlig geflasht. Das war ja nicht nur, es war ja auf beiden Seiten so. Ich weiß ja, wie das Gefühl ist. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal auf dem Wollfestival war. Das war in Köln. War das schön. Das war so toll. Die Location war auch toll. Das war im Sportmuseum oder sowas. Neben dem Schokoladenmuseum. Auch gute Gegend so, ne, so zum Gucken. Und aber jetzt ruft der Garten. Ich gucke die ganze Zeit hinter euch, ist mein Garten und ruft nach mir. Ruft nach, gieß mich, schneid mich, pflück mich. Ich habe Mirabellen dieses Jahr und der Walnussbaum, der hängt voll. So viele hatte der schon lange nicht mehr. Und da freue ich mich für all die Eichhörnchen und all die Mäuschen und wer da draußen dann die... Und der Laurin auch. Der Laurin liebt es auch, Walnüsse zu essen. Mein Hund. So, mit sonnigen Grüßen und viel Rosen im Herzen. Ich sage Tschüss. Und ja, und sag bis bald. Ich möchte das nicht... Sagen auch immer alle. Ich möchte wirklich nicht so viel Pause machen. Ich habe auch immer so viel zu erzählen und dann, naja. Und habe auch viel gestrickt. Ich probiere es einfach. Ich gebe mir Mühe. Und sag jetzt mal Tschüss, ihr Lieben. Wo haben wir hier den Knopf? Ah, da ist der Knopf.